Die letzten trudeln noch ein. Sehr schön. Ich beginne schon mal und sage herzlich willkommen am heutigen Abend im Namen der SLUB. Ich bin Annemarie Krohmann, die Pressesprecherin der SLUB und sozusagen auch das Veranstaltungsmanagement ist bei mir angesiedelt. Deswegen haben Sie heute zuerst mit mir das Vergnügen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und freue mich sehr, dass wir den heutigen Abend bestreiten können. Das ist nämlich aus zweierlei Hinsicht ja gar nicht selbstverständlich. Zum einen musste unser Veranstaltungsprogramm lange pausieren in Pandemiezeiten. Das ist der eine Grund, warum wir uns sehr freuen, dass wir jetzt auch wieder endlich vor Ort miteinander diskutieren, streiten, Thesen anhören können. Und zum anderen ist es ja in diesen Zeiten generell nicht selbstverständlich, dass wir friedlich an so einem Ort miteinander in den Genuss von politischen, kulturellen Veranstaltungen kommen. Auch deswegen, finde ich, sollten wir da umso dankbarer sein. Als vor mehreren Wochen dieser grausame Krieg in der Ukraine begann, war für uns als Bibliothek, so viel will ich vielleicht nur sagen, schnell klar, dass wir als öffentlicher Veranstaltungsort das ganze Geschehen auf jeden Fall auch diskursiv begleiten möchten. Deswegen haben wir sozusagen auch so ein bisschen den Aufruf in die Welt in Richtung TU geschickt, wer Diskussionsideen hat, Veranstaltungsideen, die einzubringen. Und ich bin sehr dankbar, dass unter anderem eben Professor Dr. Holger Kuse vom Institut für Slawistik an der TU Dresden das sofort aufgegriffen hat und gesagt hat, er kann sich das gut vorstellen und heute tatsächlich eben mit seiner Unterstützung wir ein tolles Referententeam zusammengestellt haben und den Blick mal auf die russische Seite werfen. Quo vadis russische Kultur ist die Frage, die über dem heutigen Abend steht. Wir haben tolle Referenten, die Holger Kuse uns gleich vorstellen wird, der uns auch durch den Abend führt. Und mir bleibt nur noch Ihnen allen einen spannenden Abend zu wünschen. Bringen Sie gern Ihre Fragen ein. Dazu gibt es sowohl hier vor Ort als auch im Livestream bei YouTube die Gelegenheit. Und wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen. Nehmen Sie sich gerne ein rosa Heftchen am Ausgang mit. Das ist unser Programm bis einschließlich Mai. Es gibt noch viele spannende Diskussionsveranstaltungen, unter anderem morgen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Gemeinsam haben wir den Soziologen Hartmut Rosa hier, der ja auch durchaus einen Namen in der Szene hat. Es gibt aber auch Filmveranstaltungen, Konzerte. Es ist ein buntes Spektrum. Nehmen Sie sich gerne ein Programm mit. Kommen Sie wieder. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, auf einen schönen Abend und vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Möglichkeit, hier diese Veranstaltung in der SLUB durchzuführen. Mein Name ist Holger Kuse, es wurde schon gesagt, vom Institut für Slawistik. Ich bin zuständig für Sprachwissenschaft. Eigentlich klingt meistens immer etwas abstrakt und ist von kulturellen Dingen scheinbar etwas weiter entfernt. Aber die Ereignisse im Moment, die bewegen uns ja nun alle zutiefst, erschüttern uns. Teilweise machen sie handlungsunfähig oder lassen zumindest überlegen, wie man überhaupt sein wissenschaftliches und auch sein persönliches Verhältnis zu Russland, zur russischen Kultur neu ordnet. Es gibt dieses schöne Schlagwort vom Penn-Zentrum, unser Feind heißt Putin, nicht Puschkin. Das scheint man erstmal so leicht unterstreichen zu können, dennoch stellen sich sogar bei dieser Schlagzeile Fragen. Denn von Puschkin sind nicht nur Gedichte und Prosa bekannt, die dazu führen, dass man ihn als Dichter der Freiheit benennen kann, sondern es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel ein berüchtigtes Poem mit dem Titel »An die Verleumder Russlands«, was eine Apologie der Niederschlagung des Novemberaufstandes 1830-31 in Polen gegen die russische Herrschaft ist. Und dort schreibt Puschkin vom Glanz der russischen Heere und von der Schande und der Schändlichkeit Polens. Wenn man das heute liest und dann für Polen Ukraine einsetzt, dann kommt einem das schon sehr komisch vor. Ich will damit nicht Puschkin wegschmeißen, aber es ist genau diese Fragestellung, um die es geht. Wie verändert der Krieg unseren Blick eigentlich auf die russische Kultur insgesamt? Es gibt auch das berühmte Bücherpaket von Putin an seine Getreuen 2014 zu Weihnachten bzw. zu Neujahr mit den wichtigen russischen Philosophen Wladimir Solowjow und Nikolai Berdjajew. Von Solowjow das Hauptwerk »Rechtfertigung des Guten«, absurderweise dieser Titel in diesem Zusammenhang. Die Philosophen sind natürlich in der putinschen Brille ziemlich entstellt, aber
Kultur ist interpretationsoffen. Auch da müssen wir uns fragen, wie gehen wir eigentlich mit solchen Phänomenen um? Und genau um diese Fragen halt zu diskutieren, habe ich heute drei Referenten eingeladen. Zum einen, ich stelle sie kurz vor. Ghassan Guseynov. Er war bis 2020 an der Hochschule für Wirtschaft oder für Ökonomie in Moskau, eine sehr renommierte Hochschule, hat die dann verlassen und ist heute an der FU Berlin. Er ist Mitbegründer auch der Free University, eine Online-Universität, die sich als Gegenprojekt gegen die offizielle Universitätskultur der heutigen Tage versteht. Er ist eigentlich von Haus aus Philologe, das sehen Sie an seiner Doktorarbeit Platons dramaturgische Methode, aber er ist für uns heute natürlich besonders wichtig als Kulturwissenschaftler, der einen Blick auf das moderne Russland wirft, unter anderem mit Titeln schon jetzt etwas älter wie Sowjetische Ideologeme im russischen Diskurs der 90er Jahre. Dann habe ich eingeladen und ich bin sehr froh, dass sie dabei ist, Frau Marina Schalay, die ist von uns, sie ist zuständig für, an unserem Institut für die russischen Kulturstudien und die Fachdidaktik, hat promoviert zu einem Thema zum Belarussischen und in der letzten Zeit unter anderem mit einem VW-Projekt Aggression und Argumentation, überhaupt sehr viele Fragen von Gewalt in der Kultur, insbesondere natürlich in der russischen. Und als dritten Gast haben wir Professor Leonid Lux. Er war Professor für mittel- und osteuropäische Zeitgeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und auch Direktor des Zentralinstituts für Mittel- und Osteuropa-Studien und hat sich immer mit Fragen halt wie schon sein Erstlingswerk Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie befasst, mit Fragen unterschiedlicher sozusagen kultureller Wege, auch im deutsch-russischen Vergleich und jetzt ganz aktuell eine Arbeit zum Thema europäisch oder eurasisch Kontroversen um die russische Identität 2020. Er ist übrigens Mitherausgeber der deutschen Ausgabe der Werke von Simon Frank, ein sehr wichtiger russischer Exilphilosoph und der Zeitschrift Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte. So, damit wir nun nicht zu viel Zeit verlieren, alle drei haben kurze Präsentationen vorbereitet, die sie nun hier vorstellen werden und danach steigen wir dann in die Diskussion ein. Ihren Präsentationen haben sie übrigens auch kleine Thesen entwickelt, die sie später nochmal im Blog nachlesen können und die natürlich hier die Grundlage auch unserer Diskussionen sein werden. Die erste These, schlagwortartig von Ghassan Guseynov, Kultur muss ganzheitlich verstanden werden. Ghassan, bitteschön. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin überrascht, wie zahlreich wir hier sind. Und meine Präsentation wird sehr kurz sein. Das ist nur einige einleitende Worte zu einer Diskussion, die wir später haben werden. Es gibt aber Thesen, einige für mich wichtige Thesen, die ich hier ganz klar und kurz zusammenfassen möchte. Die erste These lautet, dass wir sind nicht mehr einig. Es gibt kein Wir mehr.
Es gibt kein Wir zwischen der heutigen Ukraine und dem heutigen Russland. Es gibt kein Wir in Deutschland. Es gibt keine kleine Minderheit in Deutschland, die man früher als Putin-Versteher so gebrandmarkt hatte, weil zu diesen Putin-Versteher und Putin-Versteherinnen gehören, wie wir wissen, seit 2 Jahrzehnten die führende Politiker in diesem Land, Politiker und Politikerinnen. Sie sind unmittelbar dafür verantwortlich, was heute in Ukraine passiert. Es gibt kein Wir zwischen den Akademikerinnen und Angela Merkel. Es gibt kein Wir zwischen Universitätsprofessorinnen und Studentinnen in Deutschland und Gerhard Schröder. Diese Menschen sind unmittelbar dafür verantwortlich, was heute in Ukraine passiert. Nicht indirekt verantwortlich, sondern unmittelbar verantwortlich durch ihre Taten und durch ihr Leugnen dessen, was in Russland unter Putin vor sich ging, seit mindestens 1999. Wir haben ein Vierteljahrhundert, das wir nicht haben. Wir sind keine Wir damals gewesen und jetzt. Es gibt keine Wir. Es gibt Menschen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen in diesem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa, für das, was Putin in Ukraine heute macht, weil sie diesen Putin im Unterschied zu uns Otto-Normalverbraucherinnen, diesen Putin kannten. Sie haben mit ihm jahrzehntelang zusammengearbeitet. Und sie waren gleichzeitig Menschen, die durch ihre Ausbildung eine Vorstellung von der russischen Kultur hatten. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Kultur. Was ist eine Kultur? Die Mehrheit der Menschen denkt, dass eine Kultur ist eine Wochenendkultur. Kultur ist Tschaikowski, Puschkin. Es war sehr schön, was Holger Kusse hier gesagt hat. Das ist ganz klar. Es gibt Wochenend-Puschkin mit Evgeny Onegin, mit Pikowaja Dama, Dame Pik. Das ist Wochenend-Puschkin. Aber es gibt auch Puschkin, der ein Teil des imperialen Staates ist. Es gibt Puschkin, der im Jahre 1937 plötzlich in der Sowjetunion der größte Befürworter Stalins wurde. Also er wurde ernannt, sein Todesjahr war Nationalfeiertag. Seitdem ist Puschkin die Nummer eins auch in der sowjetischen Kultur. Er ist nicht nur die Sonne der russischen Dichtung, wie ein Kritiker über ihn gesagt hat. Er ist nicht nur der europäischste aller russischen Schriftsteller, wie viele Literaturwissenschaftlerinnen dachten. Er ist auch ein der Ecksteine des russischen und sowjetischen und postsowjetischen Staates. Er ist eine Staatsfigur. Und so kann man sagen, es gibt zwei Vorstellungen von der russischen Kultur. Die eine Vorstellung vom Staat, befestigt von verschiedenen russischen Institutionen überall in der Welt, befestigt von den Hochschullehrern und Lehrerinnen überall in Deutschland, in Europa, befestigt. Es gibt eine kleine, eine wirklich winzige Minderheit der Professorinnen und Professoren in Deutschland und in Europa, die das ganzheitliche Bild der russischen Kultur beibehalten wollten. Und es freut mich sehr zu sagen, dass auch Linguisten oder Rhetorikforscherinnen dazu gehören, auch hier in Dresden
Und da sind Menschen, die eben als Teil ihres Forschungsgebiets Kultur der Gewalt studierten. Ich habe so komischerweise angefangen, über die russische politische Kultur zu schreiben im Jahre 1988, während der sogenannten Perestroika, und damals einen kurzen Aufsatz publiziert zum Thema Sprache und Gewalt. Theoretisch wurde dieses Thema zu diesem Zeitpunkt zigmal in Deutschland schon erarbeitet worden. Das war kein Geheimnis für die westdeutsche Universitätsszene oder akademische Szene. Ja, also diese direkte Verbindung, direkt-indirekte Verbindung der sprachlichen Gewalt, der Ausbildung, der, sagen wir so, des anthropologischen Zustandes der Menschen. Für uns damals, Ende der 80er Jahre, war das sozusagen chinesisch. Das war nicht das Thema. Das hat uns damals, von damals, noch nicht interessiert. Und dann mit den Jahren, mit den Jahrzehnten kam das ganzheitliche Bild der russischen Alltagskultur und der russischen politischen Kultur als Bild eines Landes, das sich selbst archaisiert und zerfleischt. Diese Kultur des Gefängnisses, diese Kultur, die man so pauschal beschreibt, manchmal als Kultur der Obszönität, das Obszöne im russischen Sprachverhalten. Das Obszöne, das die ganze Gesellschaft von oben nach unten bis von unten bis oben durchsickt. Die Obszönität als Prinzip des Lebens. Das Obszöne, das alles rechtfertigt. Wir tun das mit den anderen, weil wir es dürfen. Unsere große Kultur, unsere große geistige Kultur, unsere Nähe an Gott, das erlaubt uns, euch alle zu vergewaltigen. Und sie können nichts dagegen tun. Ihr könnt nichts dagegen tun, weil wir eine Atombombe haben und zu einem gewissen Zeitpunkt dürfen wir das Ding anzuwenden. Das ist die staatliche Kultur und das ist auch die Kultur, die sehr viele Menschen in Russland verbindet, die heute beleidigt sind, dass man etwas über Russland, etwas Böses sagt. Nein, wir sind beleidigt, man kränkt uns, man versucht uns zu erniedrigen und das ist unsere Antwort, diese Gewaltanwendung, das ist unsere Antwort. Das ist nicht unsere eigene Initiative, das hören wir die ganze Zeit. Ihr beleidigt uns und dafür müsst ihr zahlen. In diesem Sinne beginnt heute diese Diskussion. Ich hoffe sehr, dass wir diese Diskussion auch fortsetzen. Wir leben alle in dieser Welt der Kultur der Gewalt, der Kultur der allgegenwärtigen, alltäglichen Gewalt. Und diese Gewalt ist besonders interessant, wenn man das Wort verwenden darf, weil der Mitorganisator von dieser Gewalt, von dieser Vernichtung der Menschheit, die ganze Zeit über die Einigkeit des russischen und des ukrainischen Volkes spricht. Er sagt, es gibt keine Ukrainer, sie sind Russen, die wissen noch nicht, dass sie auch Russen sind. Er sagt das, er publiziert dazu. Er beweist das sozusagen mit seinen Texten. Es gibt eine Armee von Geisteswissenschaftlern, von Rektoren der Universitäten, die sagen heute in Russland, da sind doch diese, sie irren sich. Das ist nur ein Irrtum. Und für dieses Irrtum muss diese Ukraine zahlen.
Diejenigen, die nicht einverstanden sind mit dem, dass sie auch Russen sind, müssen sterben. So einfach ist es. Also, das Interessante dabei ist, dass jemand seine eigene angebliche Landsleute vernichtet, buchstäblich, jeden Tag, tötet Kinder und Erwachsene. Dafür, dass sie nicht anerkennen, dass wir gemeinsam sind. Wir lieben euch doch. Ihr seid wir. Wir sind ihr. Und das ist das Merkwürdige dabei ist, dass diese Kultur der Russisch sagt man das Wort, verwendet man das Wort Stjop. Das ist eine Stjop oder Glum, eine so sarkastisch, sardonische Schikanierung des Gesprächspartners. Naja, ich weiß, dass du weißt, dass ich lüge und ich lüge, ich weiß, dass ich lüge. Ich weiß, dass das alles nur so eine Konstruktion ist, das ist ein Hirngespinst. Aber du kannst nichts gegen mich tun. Du bist machtlos, du bist von mir abhängig und du weißt, dass ich in jedem Moment dich schlagen kann. Diese ganz spezielle Kultur der Gewalt muss man auch einheitlich sehen, ganzheitlich, nicht einheitlich, sondern ganzheitlich sehen. Dieses holistische Bild muss man auseinandernehmen und darüber muss man diskutieren. Es gibt auch eine ganz kleine letzte Bemerkung. Ja, die Zeit läuft, aber ganz kleine Bemerkung. Wenn man über Russland spricht heute, egal ob Russisch deine Muttersprache ist oder nicht, hört man sehr oft, bist du aber wirklich ein Russe? Du bist doch kein Russe, du hast irgendwas. Du hast kein russisches Blut in deinen Venen. Du sprichst ja Russisch, okay, du bist Moskowit, du bist... Aber in Wirklichkeit, dein Vater ist Aserbaidschaner, deine Mutter war Judin. Also, du bist kein echter Russe. Und genauso sind unsere Gesprächspartnerinnen heute, alle Teilnehmerinnen an diesem runden Tisch. Der eine ist polnisch-russische Jude, der in Deutschland so... Die Professur hat, die andere kommt aus Weißrussland mit polnisch-ukrainischen Wurzeln, also sie ist sowieso ein Feind direkt. Und das ist das, was ich jetzt sage, das ist die Argumentation, die wir ständig hören. Ständig läuft dieser Diskurs heute. Diskurs, der mit der heutigen Welt nichts zu tun hat. Und das ist auch Diskurs der Gewalt und ich hoffe sehr, dass wir heute eine interessante Diskussion haben. Entschuldigung, dass ich meine Zeit ein bisschen überzogen habe. Ja, nachdem gesagt wurde, dass man Kultur ganzheitlich betrachten soll, möchte ich in meinem Kurzreferat die These aufstellen, beziehungsweise davon ausgehen, dass die russische Kultur sich immer mehr spaltet. Also es gibt Kultur der Gewalt, über die werde ich heute sehr viel sprechen in meinem Beitrag, aber es gibt auch eine andere Kultur, die sich dagegen wehrt. Und der Leitfrage des heutigen Abends möchte ich mich aus der Perspektive der russischen Gegenwartskultur annähern und genauer schauen, wie Ghassan Hüseynov schon gesagt hat, wie die Kultur für staatliche Zwecke instrumentalisiert und zunehmend militarisiert wird. Und somit schließe ich unbewusst und weil ich nie gewusst habe, was Sie vorhin sagen, an Sie an. Ich werde über diese Kultur der Gewalt sprechen, die vom russischen Staat in den letzten mindestens 20 Jahren so entwickelt wird. Und ich werde in erster Linie die Massenkultur in den Blick nehmen. Das ist vielleicht nicht die Wochenendkultur, aber die Fernsehkultur, über die ich sprechen möchte. Das ist ein Teil der russischen Kultur, die vor allem im Fernsehen als Transmitter politischer Inhalte fungiert, auf patriotische Mobilisierung abzielt, immer wieder dieselben tautologischen Botschaften, Geschichtsinterpretationen und Kriegsbilder transportiert, durch die Breitenwirkung des Fernsehens in der Gesellschaft durchaus identitätsstiftend wirkt
und Affirmation für das System schafft. Symptomatisch für die zunehmende Ideologisierung der Kulturpolitik sind etwa Äußerungen von Jelena Jampolska, der Vorsitzenden des Kulturkomitees im Kreml. Sie definierte Kultur nicht etwa als Summe von Artefakten, Schaffensakten, sondern als Stimulierung der geistigen Energien im Namen der nationalen Einheit, von der wir gerade auch gehört haben. Die psychische Gesundheit der Nation hänge von der Kultur ab. Der Staat könne somit nicht ohne Kultur existieren und die Kultur nicht ohne Staat. Der ehemalige Minister für Kultur und der heutige Kulturberater Putin, Wladimir Medinsky, äußerte sich ähnlich. Er formulierte auch Kernbegriffe mit, die für dieses starke normative und national begründete Kulturverständnis heute stehen. Und dazu gehören die sogenannten spezifisch russischen traditionellen Werte, die geistig-moralischen Werte, der Vorrang des Geistigen vor dem Materiellen, die Familie, der Dienst für das Vaterland, der Kollektivismus, die historische Einheit der Völker Russlands oder die Tradition der Geschichte unserer Heimat. Ja, und diese Bestimmungen bilden die Grundlage für ein Großprojekt des Kremls, und zwar die Schaffung einer russländischen Nation mit einem russischen Kulturkern. Die Schaffung einer möglichst homogenen Gemeinschaft, vielleicht die Schaffung einer imaginierten Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das abstrakte kollektive Wir, wird aus Sicht des russischen Staates in erster Linie durch fernsehmediale Kanäle und Unterhaltungsformate gebildet. Auffallend ist, dass nicht erst seit jüngsten Ereignissen die Militarisierung der medialen Landschaft in Russland stattfindet. Das russische Fernsehprogramm, das heute ausschließlich auf staatlichen Sendern besteht, dominieren seit längerem TV-Sendungen mit Militärthematik, Kriegsserien, Kriegs- und Quasi-Dokumentarfilme, historische Filme, in denen Geschichte als Gegenstand der Unterhaltung an ein Millionenpublikum herangetragen wird. Ein besonders attraktives Genre für patriotische Mobilisierung und die damit verbundene Wertevermittlung ist die Musik, auf die ich in meinem Kurzbeitrag etwas näher exemplarisch eingehen möchte. Schlager mit patriotischer Thematik reproduzieren die Kreml-Rhetorik. Sie prägen sich leicht ein und bringen die staatliche Interpretation aufgrund der Kürze des Genres ganz gut auf den Punkt. Hits des Patriotismus-Pop begleiten die Nachrichtenlage und tragen zur Stellung dieses Wir-Gefühl, von dem wir gerade sprachen. Insbesondere seit der Krim-Annexion werden solche Inszenierungen, musikalische Inszenierungen in Russland vermehrt produziert. Andere Richtung. Songs wie dieser von Alex Gosmanow, Vorwärts Russland, oder Titel wie Onkel Vova, Wir sind mit dir, oder neulich Majdanovs Der Sieg ist auf unserer Seite und so weiter. Also sie sind sehr militaristisch und davon findet man sehr, sehr viele Beispiele in der russischen Massenkultur. Wir schauen jetzt kurz einen Beispiel mit dem programmatischen Titel Кто такие русские an von Denis Majdanov, ein Sänger, der sehr oft auf Kreml-Konzerten auftritt und neuerlich auch in der Ukraine auch mit einem Konzert war. Ich glaube, die visuelle Darstellung bedarf keiner größeren Kommentare. Wir schauen uns kurz den Text an, was hier für ein Verständnis von der russischen Kultur und von Russen uns dargeboten wird. Sei stolz, unser Land gab der Welt Repin und Tschaikowski. Sei stolz für Titow und Gagarin, für Puschkin und Wissotski. Hier kommt wieder unser Puschkin vor. Auch Wissotski, der eigentlich sehr kritisch war. Bewahre im Herzen den Geist von Suworow und Pjotr, also Peter dem Ersten. Glauben, Ehre, Romantik, bewahre unsere Erde, Krim und Kaliningrad, Sachalin und Arktis. Wisse, dass die Helden im Heimatland gebraucht werden. Vielleicht bist du es, der unseren russischen Namen ruhmreich macht. Schau, wie über uns Sterne funkeln, sie erinnern an die Leningrader Blockade und an die Kursker Schlacht. Und zum Schluss, wählt selbst, wie man euch empfängt, mit Stahl oder mit Sakuska, aber wecke den Bären nicht, sonst erfährst du,
wer die Russen wirklich sind. Der Text spiegelt fast wortwörtlich die Kreml-Vorstellungen wider, die ich anfangs zitiert habe. Wir haben hier die Größe im territorialen wie kulturellen Sinne, das Geistige, den romantischen Geist der Vergangenheit, das Ethisch-Moralische, der Dienst für das Vaterland. In einer Strophe werden Russländer mit den Russen gleichgesetzt, Rossiyane, Ruskie. Das heißt, auch die Schaffung der russländischen Nation mit dem russischen Kulturkern kommt hier auch zur Sprache. Wie in diesem Video wird man im russischen Fernsehen als solchen permanent mit einer Wucht von Bildern konfrontiert. Und diese Bilder enthalten Fragmente von Dokumentarfilmen, von Geschichte und russischer Folklore, Spielfilme aus der sowjetischen Zeit, aus der heutigen Zeit und sind an sich sehr eklektisch. Charakteristisch ist auch die Klangkulisse der Inszenierung, übrigens auch der Nachrichten, wenn man sie sich im Russischen anschaut. Und es steht tatsächlich der Eindruck, wenn man russischen Fernsehen schaut, als befände man sich stets in einer Kriegssituation, als ob Russland bedroht wäre und sich verteidigen müsse. Im Audiovisuellen überwiegt das Motiv der heroischen Aufopferung. Und diese Bilder, die wir gleich auch noch sehen werden, beziehen im Wesentlichen ihre Wirksamkeit daraus, dass sie an den sowjetischen Siegesmythos anknüpfen oder unter anderem eben an diesen Mythos anknüpfen. Sie bieten darüber hinaus ein universelles, nicht hinterfragbares Interpretationsschema der russischen Geschichte als imperiale Geschichte an. Eingebettet ist das Ganze, zumindest im musikalischen Genre, in eine Art Hollywood-Show. Im Fall von Musikvideos erinnert diese Show der Ikonografie nach an ein opulentes Musical. Die Darstellung der einheitlichen Gemeinschaft knüpft bei all der modernen und militaristischen Technik an die orthodoxe Liturgie und das archaische Konzept der Sabornis, des kollektiven Körpers, der Einheitlichkeit. Und exemplarisch kommt diese Vorstellung in einem Video zum Ausdruck, das ich kurz einspielen möchte. Der Marsch des Verteidigers des Vaterlandes, so der Titel, wurde im Februar 2014 erstmalig aufgeführt, 2014, Februar, die Zeit, als sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zuspitzte. Das Video, das ist das letzte Lied in einem Kreml-Konzert, erweckte den Eindruck, als ob Soldaten von der Bühne direkt in den Krieg ziehen würden. Und wir schauen das uns an. Ich hoffe, dass die Technik mitmacht, wenn ich hier rauskomme. Ja. Die sehen das auch. Muss es nur loslaufen? В честь всех, кто служит России, впервые звучит марш защитников Отечества. Поют Евгений Булочников, заслуженный артист России Юлия Панова и академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Вперед с Россией, прочь сомнения, и невозможен путь назад.
На нас взирают поколения, на нас взирают поколения. России, России, преданных солдат, защиты Родины связали свою судьбу, свои сердца. Когда на верность присягали, всегда на верность присягали, клялись, клялись служить ей до конца. Так будьте чести той, достойны славы памятных времен. Бросать к ногам первопрестольной, бросать к ногам первопрестольной. Полотна, полотна, богатство наше, честь и слава, опасны. Ja, wenn man solche Bilder von 7 Jahren noch als fernsehmediale Fiktion und hypertrophe Inszenierung des Patriotismus deuten konnte, so sind sie heute Realität geworden. Der Hurra-Patriotismus trat in eine neue Form, die mitunter auch als Raschism genannt wird, in der Zusammensetzung von Rascha und Faschismus. Auch die Gräueltaten, von denen wir aus der Ukraine erfahren, aber auch die Texte, die in den letzten Tagen, insbesondere in den letzten Tagen von der russischen Presse und russischen Politiker vorgelegt und entsprechend im patriotischen Marketing inszeniert werden, sind dieser Bezeichnung aus meiner Sicht gerecht. Auch hier kommt jetzt gleich ein Beispiel. Von ein paar Tagen, aus Zeitgründen werde ich das gar nicht abspielen, unter dem Hashtag die Unsrigen lassen wir nicht im Stich oder zusammen mit Donbass findet man viele musikalische Beispiele mit Einbeziehung der Jugend und Parolen, die an die Hitlerzeit erinnern. Wenn das die russische Kultur ist, das heißt Mainstream in Russland sein soll, dann ist mein persönliches und fachliches Verständnis davon völlig erschüttert. Wenngleich mich diese Entwicklung auch nicht wundert, mit Blick auf diese patriotische Mobilisierung, die wir nicht erst jetzt haben, sondern tatsächlich in der ganzen Putin-Zeit auch beobachten können. Wir müssen, wie auch hier schon gesagt wurde, bedenken, dass im Wesentlichen bezieht sich der russische Staat bei solchen Inszenierungen auf die russische Geistesgeschichte. Man verdreht auch Geschichtsfakten, man nimmt aber auch tatsächliche Sachen, die wir aus der russischen Kulturgeschichte kennen, wie zum Beispiel den russisch-orthodoxen Fundamentalismus oder die Slavophilen oder auch Stalinismus. Also das findet man hier in den heutigen Inszenierungen in so einer eklektischen Form wieder. Der Gesellschaft, die das mitträgt, wird seit Jahren auf allen medialen Kanälen eine Story erzählt. Es wird nur eine Interpretation der Geschichte an Geboten und Kritik ausgeschlossen. Und dem Einzelnen wird in Russland vielleicht nicht erst jetzt, aber auch schon längerem das Gefühl der Wehrlosigkeit, der Nutzlosigkeit und Erniedrigung gegenüber der Willkür des Staates vermittelt. Und dieses Gefühl der Schwäche des einzelnen Individuums wird durch einen Kult der nationalen Stärke und Gewalt ersetzt. Die Symbole der kollektiven Einheit fordern dazu auf, stolz auf die Militärmacht des Imperiums zu sein. Der im Krieg gegen die Ukraine entfesselte Raschismus oder wie man auch immer das nennt, zeigt, denke ich, jedoch auf, wie Russland Opfer seiner eigenen Propaganda wird oder werden kann und die russische Kultur sich immer mehr spaltet. Während sie im staatlichen Sektor weiterhin und verstärkt als manipulatives Instrument benutzt wird,
erschüttert ihr nonkonformistischer Teil die sogenannten traditionellen Werte und imperialen Einstellungen. Hinzu kommt auch noch die Tatsache, dass auch ein Teil der Kreml-nahen Kulturschaffenden sich seit Beginn der Ukraine-Krieges von den staatlichen Werten lossagt und den Krieg anprangern, wenngleich auch ein kleiner Teil, aber es gibt auch solche Beispiele. Und die skizzierte normative, wie normierte staatliche Auftragskultur ist medial massenwirksam, aber es ist nicht das Einzige, was wir aus Russland kennen. Und gegen die staatlichen gegen die staatliche Vereinnahmung der Kultur wehrt sich, wie schon zur Sowjetzeit, die Alternativkultur oder Gegenkultur, wie auch immer man sie nennen kann, soll. Und dieser Teil der Kultur hegt schon länger die Zweifel an den vermeintlich ewigen Wahrheiten der offiziellen Propaganda und drückt ihren Protest durch die Sprache der Kunst aus. Um bei meinen musikalischen Beispielen zu bleiben, möchte ich abschließend die junge, in Russland wie auch international bekannte Szene nennen, die nach dem Verbot ihrer Live-Auftritte vor allem in sozialen Medien und auf Internetplattformen ein millionenfaches Publikum anspricht und sich klar gegen die Militarisierung der Kultur und gegen den Krieg positioniert. Bis vor einigen Tagen wirkte diese Szene zum Teil auch aus Russland selbst. Allerdings ist auch sie aufgrund der neuen Gesetze gezwungen, das Land zu verlassen. So traf es die Band Icepeak, die vor dem Erscheinen ihren letzten Videos am 18. März ausgereist ist. Ihr neuer Song Dead But Pretty thematisiert die seelenlose, loyale Kunst- und Kultur Russlands, die dem Staat dient, was im Videoclip mit dem symbolischen Tanz und Kuss mit der Polizei sowie mit Inszenierungen unter der OMON-Aufsicht und den aus den Gräbern klatschenden Händen angedeutet wird. Ein früheres, 2020 erschienenes Video von dieser Band ist dezidiert antimilitaristisch mit dem Titel Marsch und zahlreichen Theatermetaphoriken spielt es an die Propaganda-Inszenierungen des Staates an. Die Sänger kritisieren die Propagandamaschinerie, die Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges. In einer für sie typischen Manier greifen sie auf ältere russische Folklore-Elemente, kulturelle Artefakte und sowjetische Motive zurück, wie etwa die Figur der Braut und Mutter, die wir im Marsch der Verteidiger des Vaterlandes schon gesehen haben. Und das ist die Figur, die als solche für die Konzeptualisierung russischer nationalkultureller Identität typisch ist. Im Video, das Sie gleich zum Schluss sehen werden, ist es nicht die Mutter Heimer, die zum heroischen Kampf aufruft, sondern eine tragische und trauernde Figur, die gefangen genommen wurde und als Instrument der Politik benutzt wird. Твое лицо совершенно такое же, а это стали лишь
Beispiele wie diese lassen mich, wenn nicht zu festen Überzeugungen, also doch zur Hoffnung gelangen, dass die Gegenkultur, die über soziale Medien trotz aller Verbote von der jungen Generation gemacht und rezipiert wird, eine größere Resonanz in Russland einmal erzielen kann. Aber das wird wahrscheinlich Russland der Post-Putin-Zeit geben und die wird es auch geben. Und damit, in dem Sinne freue ich mich auf die Diskussion und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. So, ich möchte mich auch bei Herrn Kusse herzlich für diese Einladung bedanken. Um Zeit zu sparen, würde ich ohne lange Vorreden gleich mit meinem Vortrag beginnen. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine rücksichtslose Machtpolitik im Namen der sakralisierten nationalen Interessen verstoßen derart eklatant gegen den postnationalen europäischen Mainstream, dass Russland nun erneut Gefahr läuft, den Anschluss an die Moderne zu verlieren. Das Schicksal der Sowjetunion führt deutlich vor Augen, welche schmerzliche Folgen der Kampf gegen den Zeitgeist haben kann. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Nationalstaat als Krönung der Schöpfung angesehen und der Verteidigung der nationalen Interessen wurde absolute Priorität eingeräumt. Der russische Exilhistoriker Georgi Fedotow schrieb 1931 Folgendes über dieses Denken, ich zitiere: Das Vaterland scheint für die Mehrheit der heutigen Europäer die einzige Religion, der einzige moralische Imperativ zu sein, der von der individualistischen Zersetzung rettet. Die Größe des Vaterlandes rechtfertigt jede Sünde, verwandelt jede Niedertracht ins Heldentum. Zitat Ende. 1931. Dieses Denken verwandelte Europa in ein Pulverfass, das zweimal, also 1914 und 1939, explodierte. Erst die Trümmer, die der Zweite Weltkrieg in Europa hinterlassen hatte, führten hier zu einem Paradigmenwechsel. Der bis dahin sakralisierte Nationalstaat wurde zumindest teilweise entthront. Nicht zuletzt deshalb wirkt die Diktion der heutigen russischen Verfechter der Großmachtidee, die zu einem Heiligtum erhobene russische Nationalidee, so gespenstisch. Hier melden sich Stimmen aus einer Welt zu Wort, die wie Atlantis bereits versunken zu sein schien. Gibt es noch Hoffnung, dass Russland und der Westen in absehbarer Zeit wieder eine gemeinsame Sprache finden würden, wie dies zum Beispiel in der Zeit des silbernen Zeitalters zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall gewesen war? Ich habe diese Hoffnung nicht verloren. Und zwar deshalb, weil Russland nicht nur über nationalistisch-imperiale, sondern auch über freiheitliche Traditionen verfügt. Zwar haftet den russischen Verfechtern dieser letzteren Orientierung, die sich für die Rückkehr Russlands nach Europa einsetzen, das Image der ewigen Verlierer an. Letztendlich stellte sich aber immer wieder heraus, dass ihre Ziele keineswegs so utopisch waren, wie dies auf den ersten Blick zu sein schien. Auf einige dieser russischen Kritiker des nationalimperialen Denkens, die ihre Landsleute dazu aufriefen, sich von der imperialen Bürde zu befreien, möchte ich jetzt eingehen. In meinem Vortrag werde ich mich in erster Linie mit den geschichtlichen Beispielen befassen. Ich bin schließlich Historiker. Diese Beispiele haben allerdings auch für die Problematik, mit der wir uns heute beschäftigen, eine große Relevanz.
Beginnen möchte ich mit dem bereits erwähnten Georgi Fedotow. Ausgerechnet im Jahre 1947, als Stalin es vermochte, die imperialen Positionen Russlands in einem bis dahin ungekannten Ausmaß zu festigen, dafür verzeihen viele russische Nationalisten dem Kreml-Diktator sowohl die Hungerkatastrophe der 30er Jahre als auch den großen Terror. Also ausgerechnet in dieser Konstellation stellte Fedotow folgende Prognose über die Entwicklung Russlands nach dem Zusammenbruch der bolschewistischen Diktatur auf. In der Zeit, so Fedotow 1947, in der Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit der Russen in erster Linie auf die Abrechnung mit ihren eigenen Henkern richten werde, werde die Mehrheit der nicht-russischen Völker der Sowjetunion den Austritt aus der Sowjetföderation fordern, den ihnen die sowjetische Verfassung auch garantiert. Dies wird wahrscheinlich einen Bürgerkrieg auslösen, der das Land in zwei beinahe gleich große Teile aufteilen wird, den russischen und den nicht-russischen. Sollten die Russen diesen Bürgerkrieg gewinnen und versuchen, die Völker des Imperiums gewaltsam an sich zu binden, wird dieser Sieg nicht von Dauer sein. Bei Russland wird es sich dann um das letzte Imperium der Erde handeln und es wird zum Objekt des Hasses aller nach Freiheit strebenden Völker werden. Was die Russen selbst anbetrifft, so wird ihr Versuch, den imperialen Charakter des Landes mit Gewalt zu bewahren, jede Hoffnung auf die innere Befreiung Russlands zerstören. Und jetzt noch wörtliches Zitat. Ein Staat, der die Hälfte seines Territoriums durch Terror unterdrückt, kann nicht in seiner anderen Hälfte die Freiheit sichern. Der Verlust des Imperiums, so viel oder weiter, stellt eine sittliche Reinigung dar. Die Befreiung Russlands von einer schrecklichen Bürde, die sein geistiges Antlitz entstellt, von den militärischen und polizeilichen Sorgen befreit, wird sich Russland seinen inneren Problemen widmen können, vor allem dem Aufbau einer freien, sozialen und demokratischen Gesellschaftsordnung. Mit seinem antiimperialen Plädoyer vertrat Fedotow eher eine Außenseiterposition in der russischen Immigration. Sogar für Fjodor Stipun, der bis 1937 an dieser Universität gelehrt hatte und der dem demokratischen Flügel der russischen Emigration gehörte, wie Fedotow, sogar für Stipun kam der Verzicht auf das Imperium im Sinne von Fedotow nicht in Frage. Dennoch blieb der antiimperiale Aufruf Fedotows keineswegs ungehört. 23 Jahre nach der Veröffentlichung seines Aufsatzes, der Aufsatz hieß «Судьба империи», das Schicksal der Imperien, 23 Jahre später konnte man im innerrussischen Diskurs erneut Stimmen vernehmen, die mit ähnlicher Vehemenz für den Verzicht Russlands auf seine imperiale Bürde plädierten, wie dies Fedotow getan hat. Dies taten einige Vertreter der sowjetischen Dissidentenbewegung, die sich 1917 in der Pariser Exilzeitung Vesniker SHD, also im Tam Izdat, im Artikel Zyklus Metanoia, also Buße, Reue, zu Wort meldeten. Einer der Autoren des Zyklus, der unter dem Pseudonym Gorski schrieb, wiederholte beinahe wortwörtlich die Argumente Fedotows. Man weiß inzwischen, dass es sich bei Gorski um den Kulturhistoriker und Kunsthistoriker Evgeny Barabanow handelte. Gorski bzw. Barabanow sagt 1970 den unvermeidlichen Zerfall des Sowjetreiches voraus, da es in erster Linie durch den repressiven Apparat des kommunistischen Regimes zusammengehalten wird. Und dann schreibt er wörtlich, ich zitiere, nicht nur die osteuropäischen Satelliten, sondern auch das Baltikum, die Ukraine, der Kaukasus und die Völker Zentralasiens werden ihr Recht auf Austritt aus dem Imperium zu verwirklichen suchen. Der Zerfall des Imperiums stellt für Russland weder einen erniedrigenden noch einen unnatürlichen Vorgang dar. Ohne seine Kolonien wird Russland weder ärmer noch politisch unbedeutender. Nach der Befreiung von der Bürde einer Besatzungsmacht wird sich das Land seinen wirklichen Problemen widmen können, dem Aufbau einer freien und demokratischen
Gesellschaft. Also praktisch die gleiche Argumentation wie die Argumentation Fedotow, die wir schon gehört haben. Der unter anderem von Alexander Solzhenitsyn 1974 herausgegebene Sabelband Ispat Glib stellte nicht zuletzt eine Antwort auf den Vesnik-Zyklus Metanoia dar. Mit Entrüstung weist Solzhenitsyn folgende These Gorskis zurück. Ich zitiere Gorski: Als das russische Volk 1917 seine gotteslästerliche Auflehnung begann, wusste es, dass die Verwirklichung der sozialistischen Religion nur auf dem Wege des Despotismus möglich sei. Solzhenitsyn ist entrüstet über diese These von Gorski. Er sagt, woher konnte das Volk dies wissen? Fragt Solzhenitsyn. Habe es etwa über ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein verfügt? Mit anderen Worten, Solzhenitsyn spricht die russischen Soldaten, Arbeiter und Bauern, zumindest in dieser Replik auf Gorski, von jeder politischen Verantwortung los. Sie werden von ihm nachträglich quasi entmündigt. Die Tatsache, dass die wesentlichen Autoren, also aus diesem Zyklus Metanoia, in dem auch Gorski seine Artikel veröffentlicht, die Tatsache, dass die wesentlichen Autoren im russischen Sendungsbewusstsein eine der Ursachen für die Katastrophe von 1917 sahen, entlarvte sie in den Augen von Solzhenitsyn als Fremdlinge, die mit Russland nichts gemein hätten und die versuchten, das russische Nationalbewusstsein zu untergraben. Der Diskurs zwischen den Autoren des Sammelbandes Ispat Glib und den Autoren des Zyklus Metanoia beschränkte sich nur auf eine kleine Schar der sowjetischen Andersdenkenden und schien keine Auswirkungen auf die sowjetische Gesellschaft als solche zu haben. Die bolschewistische Gesinnungsdiktatur kannte, wenn man von den innerparteilichen Auseinandersetzungen der 20er Jahre absieht, keine Diskurse, sondern nur Monologe der herrschenden Partei, genauer gesagt der Parteiführung. Als in den 60er Jahren die sowjetische Bürgerrechtsbewegung entstand, hielten viele Beobachter die Bestrebungen dieser kleinen Schar von Nonkonformisten für eine reine Donquichotterie. Die Bürgerrechtler selbst dachten damals ähnlich. Ihr oft zitierter Trinkspruch lautete bekanntlich: Trinken wir auf den Erfolg unserer aussichtslosen Sache. All das sollte sich aber nach dem Beginn der Perestroika grundlegend ändern. In der russischen Öffentlichkeit entbrannte Ende der 80er Jahre ein harter Kampf um die Nachfolge der diskreditierten kommunistischen Idee. Er wurde mit einer solchen Schärfe geführt, dass man ihm in Moskau sogar die Bezeichnung der geistige Bürgerkrieg verlieh. Bei diesem Kampf um die geistige Hegemonie im Lande hatten die russischen Nationalisten, die nach einer neuen ideologischen Klammer für das nun erodierende Sowjetreich suchten, mächtige Konkurrenten. Dies waren die prowestlich orientierten Reformer, die Russland, wie sie sagten, nach Europa zurückführen wollten. Nicht der hegemonialen Stellung Russlands in Europa und in der Welt, sondern seiner demokratischen Erneuerung maßen sie die absolute Priorität bei. Damit verstießen sie aber nach Ansicht der Nationalisten gegen die fundamentalen Interessen des Landes. Aber trotz ihres leidenschaftlichen Engagements für die sogenannten russischen Interessen vermochten die militanten Nationalisten im damaligen Russland keine überragenden Erfolge zu erzielen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat ihnen eine Abfuhr erteilt. Dies zeigte sich besonders deutlich bei den russischen Präsidentschaftswahlen vom 12. Juni 1991, bei denen Boris Jelzin auf Anhieb mehr als 57% der Stimmen erhielt. Eine Nation, die in den Augen vieler Beobachter als die imperiale Nation par excellence gilt, wählte also zu ihrem ersten demokratisch legitimierten Staatsoberhaupt einen Politiker, der sich damals vom imperialen Gedanken expressis verbis distanzierte. Die Hegemonialstrukturen des Sowjetreiches erhielten nun einen Riss an der empfindlichsten Stelle im Zentrum. Von diesem Schlag konnten sie sich nicht mehr erholen. Die russischen Demokraten wurden in der letzten Phase der Perestroika zum wichtigsten Verbündeten der nach Eigenständigkeit strebenden Völker an den Rändern des Imperiums. Nach den blutigen Ereignissen in Vilnius und in Riga im Januar 1991,
Als die sowjetischen Dogmatiker mit Gewalt das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten, gingen Hunderttausende von Moskau auf die Straßen, um dagegen zu protestieren. Im April 1991 richtete der bekannte polnische Publizist Józef Kuszmierek an Boris Jelzin einen offenen Brief, der folgende Worte enthielt. Ich zitiere: Sie sind, also Jelzin, Sie sind für die Polen der erste russische Politiker, der im Namen Russlands und nicht im Namen des russischen Imperiums spricht. Sie symbolisieren für mich ein Russland, das ich als Pole nicht fürchten muss. Zitat Ende. April 91. Nach dem Scheitern des Putschversuchs der kommunistischen Dogmatiker im August 91 und nach dem Verbot der KPdSU am 6. November 91 schien das wichtigste Hindernis, das der Rückkehr Russlands nach Europa im Wege stand, beseitigt. Dennoch erwies sich die Befreiung des Landes von dem etwa 70-jährigen totalitären Erbe alsbald als ein äußerst schwieriges Unterfangen. Abgesehen davon muss man noch Folgendes hervorheben. Als Boris Jelzin und seine Gesinnungsgenossen im August 91 das imperiale Zentrum und die Diktatur der KPdSU beseitigten, kämpften sie nicht nur unter demokratischen, sondern auch unter nationalrussischen Fahnen. Die Aufbruchsstimmung, die damals in Moskau herrschte, erinnerte sehr stark an die Atmosphäre der Frankfurter Paulskirche vom Jahre 1848, als die Idee der Freiheit und die der Nation eine Symbiose eingegangen waren. Man muss aber sich vor Augen führen, in welche Richtung sich die deutsche Nationalbewegung weiterentwickeln sollte. Denn das, wonach diese Bewegung strebte, war nicht nur Freiheit, sondern auch Macht. Die Bahn der Macht ist die einzige, die den gärenden Freiheitstrieb befriedigen und sättigen wird, erklärte zum Beispiel im September 1848 der liberale Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung, Dahlmann. Eine ähnliche Entwicklung begann sich auch in Russland nach der Entmachtung der KPdSU anzubahnen. Viele Demokraten, die sich vor August 91 für die Rückkehr Russlands nach Europa eingesetzt hatten, begannen sich nun immer häufiger auf den russischen Sonderweg zu besinnen. Und so begannen sich Russland und der Westen erneut asynchron zu entwickeln. Während der westliche Teil des europäischen Kontinents in den 90er Jahren an der Schwelle eines postnationalen Zeitalters stand, kehrte Russland quasi ins 19. Jahrhundert zurück und begann den nationalen Interessen eine immer größere Bedeutung beizumessen. Der Moskauer Religionswissenschaftler Dmitri Fuhrmann sprach bereits Anfang 92 von einer nationalen Woge im Lande, die die demokratische Welle der Perestroika-Zeit abgelöst habe. Beide Wellen hätten eine beinahe unwiderstehliche Kraft an den Tag gelegt, so Fuhrmann im Jahre 92. Die von Fuhrmann erwähnte nationale Welle war in der Tat mächtig, aber zunächst nicht allmächtig. Denn die russischen Demokraten, die sich zu den europäischen Werten bekannten, waren keineswegs bereit, ihren national- und imperial gesinnten Kontrahenten die Initiative im innerrussischen Diskurs zu überlassen und meldeten sich unentwegt zu Wort. Dies konnte man insbesondere nach dem Beginn der Bestrafungsaktion Jelzins gegen das abtrünnige Tschetschenien im Dezember 1994 sehen. Dass die damaligen Versuche der sogenannten Moskauer Kriegspartei, die Bevölkerung zu indoktrinieren, im ersten Tschetschenienkrieg scheiterte, war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Kritiker der Regierungspolitik während des gesamten Krieges ihren Standpunkt in den Massenmedien verteidigen durften. Den mutigen Journalisten und Menschenrechtlern, die der Bevölkerung das wahre Bild des Tschetschenienkrieges, des ersten Tschetschenienkrieges zu vermitteln suchten, war es auch zu verdanken, dass die Moskauer Führung damals verzichtete, den Krieg bis zum siegreichen Ende zu führen und sich mit einem Kompromiss begnügte, also mit einem Abkommen im nordkaukasischen Hassaviot im September 96, das den Krieg praktisch beendete. In einer völlig anderen Konstellation findet der am 24. Februar begonnene Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine statt. Die systematische Aushöhlung und Zerstörung aller pluralistischen Strukturen und unabhängigen Medien im Lande, die in der Gorbatschow- und in der Jelzin-Zeit entstanden waren, stellt den roten Faden der 22-jährigen Herrschaft Putins dar.
Dieser Prozess wurde am 28. März praktisch vollendet. An diesem Tag hat die Novaya Gazeta, also praktisch das Sprachrohr der russischen Andersdenken, hat die Novaya Gazeta ihr Erscheinen vorübergehend eingestellt. Das wohl letzte Fenster Russlands nach Europa wurde praktisch geschlossen. Innerhalb von einigen Wochen hat Putin das Land aus der Moderne, deren Wesen der permanente Diskurs darstellt, quasi herauskatapultiert. Die gespenstische Parallelwelt, die die putinischen Propagandisten aufgebaut haben, um ihren schändlichen Krieg gegen den westlichen Nachbarn zu legitimieren, lässt sich in den offiziell erscheinenden Medien nicht mehr in Frage stellen. Die Tatsache, dass etwa 80% der befragten Russen diesen zerstörerischen und zugleich selbstzerstörerischen Kurs der Regierung unterstützen, wirkt besonders erschreckend. Dennoch ist das andere Russland, das man als das Gewissen des Landes bezeichnen kann, keineswegs verschwunden. Immer wieder melden sich die unerschrockenen Kriegsgegner zu Wort, sowohl im Lande selbst als auch aus dem erzwungenen Exil. Da die Geschichte Russlands nicht selten zyklisch verläuft, schließe ich nicht aus, dass die Vertreter dieses anderen Russland in absehbarer Zeit erneut auf die politische Bühne des Landes zurückkehren werden, ähnlich wie dies die aus Russland verjagten Passagiere des Philosophenschiffs, wenn auch postum, getan hatten. So erhält die Ausweisung führender russischer Denker aus ihrem Heimatland, die sich in diesem September zum 100. Mal jährt, eine besondere Aktualität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der jetzt? Ja. Ja, vielen Dank von mir an alle Referenten. Wir gehen jetzt in die Diskussion über. Und alle Referenten hatten ja eine Leitthese, die sind natürlich etwas ausführlicher noch, aber ich habe halt eben das Schlagwort immer an die Wand projiziert. Die erste These war von Ghassan Hüseynov: Kultur muss ganzheitlich verstanden werden. Wie ich es verstanden habe, auch eher eine Aufforderung an uns, einen etwas weiteren Blick, einen holistischen Blick, hast du gesagt, auf die Kultur zu werfen. Meine Frage, geht das überhaupt oder ist Kultur in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrem holistischen, wenn wir einen versuchen, einen holistischen Blick darauf zu werfen, nicht eigentlich viel zu komplex, als dass ein holistischer Blick überhaupt möglich ist? Darf man einfach, ja, so, ja, man hört. Ja, ganzheitlich bedeutet nicht, dass wir unbedingt etwas Schönes dabei bekommen müssen. Ja, das muss man sehen. Ich habe wirklich in meiner Jugend angefangen als Altphilologe und habe viel Aristophanes übersetzt, auch aus dem Plato, griechische Lyriker. Was habe ich gesehen? Ich habe gesehen, das Ganzheitliche auf dem Gebiet des ganz Oberen und des ganz Niederen. Wir erleben als Menschen, die innerhalb der russischen Kultur erzogen wurden und die Menschen, die russische Kultur als Gegenstand der Lehre, Forschung und vor allem Lehre mitgenommen haben, ja, die Studentinnen haben, die unterrichten, Unterrichtsgegenstand.
Es gibt so wie DAF, Deutsch als Fremdsprache, es gibt auch RKI, Russisch als Fremdsprache. Und das alles ist immer im Bereich des Erhabenen. Nicht die neutrale Sprache, die erhabene Sprache, die schöne Literatur. Wenn diese Menschen, die dieses Studium absolviert haben, dann nach Russland gehen, erkennen sie diese Sprache gar nicht. So spricht man nicht. Wenn man in der Straßenbahn fährt oder auf einem Schulhof jemanden hört oder hier in Deutschland die russischsprachige Diaspora mithört, dann hört man eine ganz andere Sprache, die dermaßen obszön ist, dass man überhaupt nicht das alles nicht übersetzen kann. Und das Obszöne hat etwas mit Gewalt zu tun. Die Obszönität ist gewalttätig an sich und in sich. Und deswegen, wenn ich sage, das ganzheitliche Bild, dann meine ich, dass man nicht nur auf diesem Gebiet der schönen Konzepte, der Lyrik, der Literatursprache sich befinden muss, sondern auch nach unten gehen muss, um dort wirklich das wahre Gesicht unserer Kultur zu bekommen. Und dieses wahre Gesicht wurde jahrzehntelang eigentlich geleugnet. Das ist mein Problem und das ist das Problem. Ich werde hier keine Beispiele vielleicht nennen, geben, wie sich diese Sprache entwickelt, aber kann Ihnen sagen, dass während dieses Krieges in Ukraine haben die, auch zum Teil die Deutsche, die Bundesnachrichtendienst und die ukrainische Nachrichtendienste, sie haben publiziert Dialoge, Telefonate zwischen den russischen Soldaten und ihren Familien, ihren Müttern, Frauen in Russland. Sie haben in Ukraine sehr schnell diese Mobiltelefone von den ukrainischen Bürgerinnen sozusagen beschlagnahmt und dann benutzt, damit sie dann mit dem Zuhause dann sprechen können. Und diese Sprache spricht für sich. Sie ist für keinen Ausländer verständlich, aber sie besteht total, komplett aus Obszönitäten. Aber die sind unseren Studentinnen unbekannt. Was ist das? Was sagen sie? Wie kann eine Mutter mit ihrem Sohn so sprechen? Wie kann ein Mann mit seiner Mutter so sprechen? Was meinen sie, wenn sie diese Sprache verwenden? Aber sie meinen genau das, was sie sagen. Sie meinen, dass ihr Leben zu Ende ist, weil sie zu einem anderen Kulturkreis gehören. Das ist die jetzige, die faktische Kultur eben des heutigen Russlands. Sie ist für uns, für die Sprachwissenschaftlerinnen, für Philologinnen, das ist ein Klondike, das ist natürlich eine Fundgrube, das ist unglaublich interessant. Das ist auch zum Teil sehr schön, wie für einen Onkologen so ein Geschwür vielleicht schön sein kann, aber nicht für Menschen, die in dieser Sprache, innerhalb dieser Sprache leben. Das meine ich unter ganzheitlich. Darf ich jetzt nur eine kurze Bemerkung? Es gibt natürlich auch in vielen anderen Ländern kultivierte Inseln, in denen man eine ganz andere Sprache kultiviert, als das im Slang, sagen wir, der großen Mehrheit tut. Und kann man wahrscheinlich auch in Amerika sehen und auch in anderen Ländern. Aber es geht mir jetzt eigentlich um ein anderes grundsätzliches Problem. Es geht um das gespaltene Russland. Also Russland ist seit Jahrhunderten ein gespaltenes Land.
Und das ist eben das, was man seit der frühen Neuzeit beobachten kann. Also es gibt eine Orientierung, die den Staat, das großartige Staatswesen vergöttert, die russische Großmacht als solche. Und es gibt eine Orientierung, die die inneren Werte, die Freiheit über alles schätzt. Und symbolisch hierfür sind zwei Gestalten in der russischen frühen Neuzeit. Das ist Josif Volodsky, das ist eben ein Theologe, der praktisch den Moskauer Staat doktrinär gegründet hatte, und sein Kontrahent Nil Sorski, der genau das Gegenteil behauptet hat. Also wichtig ist nicht die Größe des Staates oder der Reichtum der Kirche, sondern die inneren Werte. Und diese zwei Linien setzen sich bis heute fort. Und in manchen russischen, in manchen Gestalten der russischen Kultur kann man diese beiden Linien irgendwie sehen, weil sie in eine Symbiose eingegangen sind. Und gerade der von Herrn Kusse und von Herrn Gassanow erwähnte Alexander Puschkin. Also bei Puschkin hat man einerseits wirklich diese imperiale Orientierung, Klevetnikam Rossiji, an die Verleumder Russlands, als er die Unterdrückung des polnischen Novemberaufstandes von 1833 begrüßte. Aber es gibt auch sein Gedicht an Waglubinie Sibirskich Rut, in den Tiefen der sibirischen Gruben, wo er die gefangenen Dekabristen verklärt. Das heißt, er ist Freiheitskämpfer und zugleich Verfechter eines imperialen Russlands. Das heißt, also es gibt bei manchen Vertreter der russischen Kultur ist beides vorhanden. Aber in der Regel ist es wirklich so, das sind zwei getrennte Linien. Und deshalb würde ich sagen, dass die Dekabristen, die zum Symbol für diese Auflehnung dieses freiheitlichen Russland gegen den bevormundenden Staat wurden, also bis heute, wenn man von irgendeiner Auflehnung gegen diesen schrecklichen Staatsapparat spricht, dann bezieht man sich immer wieder auf die Dekabristen. Das sind diejenigen, die diesen Freiheitsdrang in Russland praktisch symbolisch eingepflanzt haben. Und das würde ich sagen, das ist die Orientierung, also das sind diese zwei Orientierungen. Jetzt überwiegen natürlich die anderen. Sie haben eine schreckliche Dominanz. Also 80% der befragten Russen bejahen diesen Krieg oder bejahen den Regierungskurs. Aber es gibt auch andere. Es gibt Dmitri Muratov mit seiner Novaya Gazeta, die nicht mehr erscheinen darf. Es gibt auch den ehemaligen Leiter des sehr wichtigen Instituts Union, Yuri Pivovarov, der auf seine Position aufgeben musste. Es gibt viele, viele andere, die genau das andere Russland vertreten. Und sie sind natürlich das Gewissen Russlands. Und das Land wird irgendwann wieder sein Gewissen zurückfinden müssen. Und das ist vielleicht die Hoffnung. Wir haben also im Grunde genommen wir haben jetzt also zwei Spaltungen. Einmal kann man sagen Hochkultur oder Sonntagskultur und eine sehr niedrige Kultur und einmal eine imperiale Kultur und eine Kultur der Freiheit. Kultur, die russische Kultur spaltet sich, war auch die These von Frau Schalay. Meine Frage, weil hier ein besonderes Genre angesprochen wird, es ist letztendlich alles eine Popkultur, die hier vorliegt. Die Formen ähneln sich zum Teil,
Die Inhalte sind leicht zu unterscheiden, aber die Formen ähneln sich zum Teil. Gibt es, das wäre meine erste Frage, vielleicht sogar eine Art Vermischung oder sind sie wirklich klar getrennt? Und die zweite Frage, gibt es bei dem imperial-popkulturellen Strang, der ja doch dann am Ende wieder eingeschränkt ist in seinen kreativen Möglichkeiten, nicht irgendwann einmal ganz schlicht einen Überdruss, der davon dann befreit, einfach weil er zur Langeweile führt? Ja, danke für die Frage. Ja, es ist eine Popkultur, die, glaube ich, im russischen Diskurs, den ich jetzt betrachtet habe, speziell bei Musik, auch sehr stark vermischt auch mit diesem Hochkultur. Bei dem staatlichen Diskurs wird es ja so dargestellt, dass diese Massenkultur wird als eine Hochkultur dargestellt, obwohl wir unter russischen Hochkultur wahrscheinlich eben eher Puschkin oder Dostojewski oder so in unserem Denken haben. Als Genre ist es eine Popkultur, und innerhalb dieses Genres sehen wir einerseits die Spaltungen, was die Inhalte betrifft oder die Einstellungen. Da sind, wie Herr Lux sagt, einerseits die Imperialisten, andererseits die Freiheitsdenker. Die Ästhetik ist teilweise, also beziehungsweise die Ästhetik, anders gesagt, also die beziehen sich aufeinander. Also deswegen sieht man durchaus auch Parallelen, die nehmen Bezug aufeinander, also insbesondere eben die kritische Szene, die nimmt die Motive auf, die im staatlichen Diskurs vorkommen, hinterfragt sie allerdings kritisch. So denke ich, dass wir da diese Spaltung hier durchaus sehen können. Zugleich aber auch tatsächlich, ich glaube, ich habe so zwei Pole dargestellt und das ist auch sehr, sehr modellhaft. Dazwischen gibt es auch durchaus Schattierungen oder Vermischungen. Und zum staatlichen Diskurs ist auch meine Hoffnung, dass es irgendwann, ich weiß nicht, wann diese Bilder, also oder wer diese Bilder tatsächlich, außer vielleicht Soldaten, sich so im Fernsehen anschaut und wie lange sie noch wirksam sind. Ich glaube, also vor dem Krieg dachte ich, das ist eine Inszenierung, die überhaupt keinen Einfluss auf die Menschen hat, weil es sich kein Mensch, kein normal denkender Mensch anschaut. Jetzt, zu Zeiten des Krieges, sind sie wieder wichtig. Aber wie ernst auch die Jugend, die ich jetzt als Beispiel gebracht habe, wenn man die Gesichter anschaut, wie wirklich sie bei der Sache sind, glaube ich, ist schwer zu sagen. Viele machen mit, weil sie mitmachen müssen. Deswegen denke ich schon, dass es durchaus irgendwann ein Ende haben wird. Das ist vielleicht wirklich die größte Hoffnung, bei mir aus zumindest, dass tatsächlich dieser Überdruss an dieser offiziellen Kultur einmal eintritt und das auch zu einer Wende führen könnte. Vielleicht nur als Nachtrag, das haben wir eigentlich in der Sowjetunion genauso gesehen. Also und andere Musik hat dazu beigetragen, dass am System gerüttelt wurde. Also deswegen, wenn die Geschichte sich zyklisch wiederholt, dann bin ich voller guter Hoffnung. Das wäre jetzt dann meine letzte Frage, nicht direkt der Überdruss, aber an Herrn Lux. Wie sind denn die Chancen, dass in absehbarer Zeit doch der andere Diskurs sich wieder mehr in Szene setzen kann, mehr durchsetzt und tatsächlich sozusagen eine Zukunftsperspektive nicht nur im Kopf, sondern auch realita bieten kann? Wirkt es? Ja, also ich war beim letzten Mal, glaube ich, habe ich mein Mikrofon nicht eingestellt. Was mir eine gewisse Hoffnung macht, das ist der zyklische Charakter der russischen Geschichte. Russland erlebte schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Phasen der Verhärtung des politischen Kurses und der nachfolgenden Liberalisierung. Закрепощение, раскрепощение. Nikolaus I. verkörperte den despotischen russischen
Edatismus. Nach seinem Tod und nach dem verlorenen Krimkrieg kam sein Sohn Alexander II. An die Macht und begann eine unglaublich gründliche Reform des Landes, die man in gewisser Weise als die zweite Westernisierung Russlands bezeichnen kann. Also wirklich, also grundlegende Reformen, die Abschaffung der Leibeigenschaft und alles und unabhängige Gerichtsbarkeit und so weiter. Nach seiner Ermordung kam Alexander III., es begann die Verhärtung. Und dann, es entstand in Russland eine derart mächtige oppositionelle Bewegung, die letztendlich zu, nach dem verlorenen russisch-japanischen Krieg, zu gründlichen Veränderung des russischen Staates führte. In Russland wurde die Gewaltenteilung eingeführt, 1905 nach dem Oktobermanifest des Stalin. Und paradoxerweise erleben wir etwas Ähnliches auch in der sowjetischen Geschichte. Also wir haben eben bei Lenin selbst beides, die Verhärtung, das ist diese terroristische Politik des Kriegskommunismus, 1921 die neue ökonomische Politik, also die Liberalisierung. Stalin, der Höhepunkt des Terrors, der Unmenschlichkeit, Millionen von Toten. Dann kommt der 20. Parteitag, der eigentlich alles Spätere ermöglicht hatte. Ohne den 20. Parteitag, also die postume Entmachtung, Entthronung Stalins, hätten wir keine Bürgerrechtsbewegung in Russland oder in der Sowjetunion, keine Perestroika. Und dann haben wir Gorbatschow und Jelzin als die Liberalisierung und Putin als Verhärtung. Und wer weiß, danach kommt entweder der 20. Parteitag oder die Perestroika. Das könnte wieder vorkommen. Immerhin ein doch dann wieder optimistischer Blick. Ja, vielen Dank und ich denke, jetzt sollten auch aus dem Publikum noch Fragen gestellt werden. Wir kommen ein bisschen über die Zeit, aber mir ist gleich vorher versichert worden, wir werden nicht rausgeschmissen um 19.30 Uhr. Ich hätte eine Frage an Herrn Gusejnow. Sie klangen für mich so ein bisschen erbittert, wahrscheinlich weil Sie, so wie ich, auch enttäuscht sind durch die Ereignisse aktuell in der Ukraine. Also ja, Sie haben beschuldigt deutsche Politiker hier gerade. Dabei möchte ich fragen zu einem, finden Sie nicht, dass ein Mensch, egal welcher, aber auch so ein derartig mächtiger wie Putin, sich in 20 Jahren tatsächlich verändern könnte. Besonders auf Blick, mit Hinblick auf seine Isolation in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie. Und wenn Sie das nicht für möglich halten, dann was glauben Sie, wie könnte man das eben in Vergangenheit unterbinden? Was sollten die westlichen Anführer anders gemacht haben, damit das heute nicht passiert wäre? Danke. Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr wichtige Frage. Erstens möchte ich mich beziehen auf ein Buch, das neulich in russischer Sprache erschien, das Buch von einem Historiker, Juri Filschtinski. Das Buch wird bald auch auf Englisch und ich glaube auch auf Deutsch erscheinen. Das ist ein Buch eines Historikers der Geheimdienste und er zeigt, wie russische Geheimdienste und sowjetische Geheimdienste seit 1918 versucht haben, an die Macht zu kommen in der Sowjetunion.
Und sie waren erfolgreich im Jahre 99, als Putin seine Position an KGB, sozusagen an FSB weitergeleitet hat. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, hat mit der Person Putin fast gar nichts zu tun. Fast gar nichts zu tun. Wenn wir seinen Rat sehen, diese Sitzung von Patruschew, Bortnikow und die anderen, sehen wir die gleichen Visagen. Man kann natürlich sagen, dass Putin persönlich wahrscheinlich ein Psychopath ist und so weiter, aber das spielt eine minimale Rolle. Das Wichtigste ist eben, dass man in Deutschland seit Schröders Zeiten, hat man Russland als stellvertretend für die ehemalige Sowjetunion gehalten. Das heißt, alle anderen Republiken, inklusive Ukraine, den größten Staat auch der ehemaligen Sowjetunion, die waren alle nicht zwischen Europa und Russland, sondern irgendwo weit hinten, dort, wo Kasachstan ist und zentralasiatische Staaten. Man hat die ganze Zeit Russland gesagt und das russische Imperium und die Sowjetunion gemeint. Das ist das Erste. Und das Zweite, was man eigentlich hätte anders tun können, das ist das Wichtigste. Man hat einigermaßen in Deutschland, einigermaßen ernsthaft Polen wahrgenommen als Staat. Vielleicht die Tschechische Republik und die Slowakei und Ungarn. Die waren einigermaßen würdige Partner für die deutsche Regierungen. Aber nur einigermaßen. Der wichtigste Partner wurde Russland und Russland eben als KGB-FSB-Staat. Als ein Staat, der die deutsche Politik grundlegend korrumpiert hat. Rede nicht über direkte Korruption, aber die Geschichte von Gerhard Schröder und von seiner Nord Stream Gazprom-Geschichte, das ist eine politische Korruption ersten Grades. Und durch diese politische Korruption konnte dieses Land nicht richtig die Situation in Russland einschätzen. Man hat auch die ganze Zeit die Rhetorik der russischen Regierung in Bezug auf Ukraine eigentlich unterstützt. Ukraine als korrupter Staat, als eigentlich kein würdig, als Pseudostaat. Das haben wir die ganze Zeit gehört von der russischen Seite. Ich habe in den Jahren 1998, 97, 98 bis 2003 ein Wörterbuch zusammengestellt, der ein kleines, Gott sei Dank, aber trotzdem wichtiges Wörterbuch, der heutigen russischen politischen Anti-Ukrainismen, die in der heutigen russischen Sprache präsent sind. Und das Buch wurde 2003, 2004, Band 2 publiziert. Und wir sehen heute, wie man heute die russische Parolen verwendet, zum Beispiel in den Nachrichten. Man hat das übernommen, diese Lexik, ins Deutsche. Ich habe heute vor unserer Veranstaltung die Weltnachrichten gesehen. Was sagen sie dort? Sie sagen, die pro-russische ukrainische Separatisten im Donbass, so etwas gibt es nicht. Es gibt kein einziger pro-russischer Separatist auf Donbass. Es sind russische Streitkräfte in Donbass. Aber diese Worthülse, pro-russische Separatisten auf Donbass, die wird hier in Deutschland verwendet. Und man denkt die ganze Zeit, alle diese Jahre, man denkt, Mensch, die sind da, pro-russische Separatisten. Sie haben, oder die Nazis, die Neonazis in Ukraine, die unsere wunderbare russische Sprache unterdrücken. Aber wenn diese Flüchtlinge jetzt nach Deutschland kommen, in welcher Sprache kommunizieren diese Flüchtlinge? Bitte schön. Kommunizieren sie ukrainisch? Nein.
Sie sprechen alle Russisch. Sie gucken russisches Fernsehen, sie hören russisches Radio, sie sind Russen. Sie sind ukrainische Staatsbürger, aber ihre Muttersprache ist Russisch. Und sie verstehen gar nicht, wenn jemand sagt, aber warum seid ihr nicht unterdrückt? Uns hat man doch gesagt, dass da sind sie schreckliche ukrainische Nationalisten und die unterdrücken euch. Die sagen, nein, wir können Russisch sprechen. Wir hören russische Nachrichten, wir sprechen untereinander Russisch. Das heißt, eine große Lüge und eine Korruption Hand in Hand haben auch dieses Land in Bezug auf russische Politik und in Ukraine, sagen wir so, unter Einfluss, unter einen starken Einfluss. Deswegen bin ich im Moment sehr skeptisch. Ich freue mich sehr, dass wir mit Leonid Lüx auch unterschiedliche Positionen haben, weil das ist eine echte Diskussion. Ja? Ich bin sehr, sehr traurig und sehr auch sehr pessimistisch in diesem Sinne, weil durch diese fantastische Lügen, die wir die ganze Zeit gehört haben, durch diese Fake-Kultur, die so wunderbar in Russland entwickelt wurde, ist auch dieses Land in Gefahr. Im erstklassigen Gefahr, zum ersten Mal seit 1945. Das verstehen viele Menschen nicht. Dass die Attacke auf Ukraine am 28. Februar 2022 eine direkte, unmittelbare Attacke auf euch alle ist, das haben Menschen hier noch nicht kapiert. Und das ist tatsächlich eine Tragödie. Also ich glaube, dass der Angriff Russlands oder Putins auf die Ukraine eine solche Zäsur auch was das westliche Selbstverständnis anbetrifft, darstellt, dass hier sich etwas entwickelt, was wir eigentlich vor einiger Zeit, vor einigen Jahren noch nicht geahnt haben. Alle sprachen von der Krise des europäischen Gedankens. Dem europäischen Gedanken oder der Europäischen Union fehlt das Narrativ, das sagt der Münchner Politologe Weidenfeld. Und plötzlich haben wir das Narrativ. Dieses Narrativ, das ist die Unterstützung der des Freiheitskampfes der Ukraine. Das ist schon etwas, was sehr wichtig ist. Und was genauso wichtig ist, das ist die Tatsache, dass durch die vollkommene Rausdrängung Russlands aus Europa und aus den europäischen Institutionen, aus den europäischen Verbindungen, Russland, das seit den Petrinischen Reformen ein europäisches Land war und ist. Katharina die Große sagte im Jahre 1767, Russland ist ein europäisches Land. Es ist ein europäisches Land. Und die Tatsache, dass es nicht mehr zu Europa gehört, wir sind auch irgendwie da betroffen, weil wir so viele Kontakte mit den russischen Kollegen hatten. Und jetzt ist es kaum möglich. Das wird eine derartige Zäsur auch für Russland sein. Und diese Hoffnung, dass China jetzt die Rolle Europas übernehmen wird, das ist eine derartige Illusion. Davor hat bereits der russische Freiheitskämpfer Boris Nemtsov gewarnt. Also 2014 sagte, also es ist eine Illusion nach der Krim-Annexion, dass Russland mit Hilfe Chinas jetzt diese Lücke
fühlen wird. Auf keinen Fall. Russland ist ein europäisches Land. Und China hat große Ansprüche, territoriale Art an Russland. Also daher ist es natürlich keine Lösung. Das heißt, also Russland, und das hier zitiere ich wieder Fedotow, es ist noch niemandem gelungen, sagt Fedotow 1940, Russland nach Asien zu verbannen. Nicht mal den Russen selbst. Und das ist, glaube ich, auch die Hoffnung, dass man begreifen wird, auch in Russland, was das bedeutet, was für ein unglaublicher Verlust das ist, 300 Jahre der Europäisierung praktisch mit einem, mit, eben, also, einem Akt vom 24. Februar eben der Angriffskrieg ungeschehen zu machen. Also das ist eine Zäsur für beide. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? So, ja, hallo, Sie nehmen mir das nicht übel, Herr Gusenow, dass meine Frage wieder an Sie geht. Und zwar, Sie haben ja gesagt, man soll die Kultur als Ganzes immer wahrnehmen, sowohl die Hochkultur als die niedere Kultur. Haben Sie da gewisse Vorschläge, zum Beispiel für mich als angehenden Lehrer der russischen Sprache in der Schule, wie ich das dann in schulischen Rahmen umsetzen könnte, weil theoretisch wird von uns immer erwartet, dass wir an die Schüler nur die Hochkultur bringen und somit sie ja theoretisch nicht wirklich in der Lage sind, später klarzukommen mit den Otto-Normalverbraucher dann in Russland, also zu kommunizieren. Also hätten Sie da gewisse Vorschläge? Ja, ist eine, ja, eine schwierige Frage. Es gab ein paar Bücher, die sehr wichtig sind und Artikel, die sehr wichtig dafür sind. Das Buch über politische Funktionen, gesellschaftliche Funktionen der Obszönitäten im Russischen, ein Artikel von Ilse Ermen, eine Diskussion im Wiener Slawistischen Almanach vor 40 Jahren fast, in den Ende der 70er Jahren. Aber vor allem natürlich einige Bücher, die in den letzten 3-4 Jahren erschienen sind in russischer Sprache, in Ukraine, nicht nur in Russland selbst. Aber Bücher sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste heute ist eben zum Beispiel mit den Menschen zu sprechen, die jetzt zigtausende hier in Deutschland sind, die aus dem östlichen Ukraine kommen. Und mit denen zu sprechen und die auch sprachlich, wie soll ich sagen, die über ihre Sprachen auszufragen, auszubeuten, würde ich sagen, intellektuell. Das muss man tun. Das Wichtigste vielleicht, was auch dazu gehört, und das ist zum Teil auch ein Versuch auf das, was Leonid Lux jetzt sagte, zu antworten. Innerhalb des 19. und des 20. Jahrhunderts hat sowohl die alte imperiale russische Regierung als auch die Regierungen der UdSSR ukrainische Sprache verboten geschwächt sozusagen. Ja. Ukrainisch wurde verboten im 19. Jahrhundert, so wie keine andere Sprache auf dem Territorium des Reiches, weil sie sehr nah war an die russische Sprache. Damals war es einfacher und man versuchte, Ukrainisch einfach zu schlucken. Ja, Ukrainisch muss ein Teil der russischen Sprache werden, so dachte Gogol zum Beispiel. Aber dann danach hat sich eine kurze Zeit, das war eine wirklich kurze Zeit des Frühlings der ukrainischen Sprache, die sogenannte Kyrinisatsia, Verwurzelung in den 20er, 30er Jahren, die hat aber dann auch aufgehört. Das heißt, Ukrainisch war
für russische Sprache immer offiziell auf allen Ebenen, auf der Ebene der Kultur auch, das war so dörfliche Dialekte, nicht wirkliche Sprache. In der heutigen Ukraine sprechen vielleicht 70% der Bevölkerung Russisch, nicht Ukrainisch, 30% vielleicht Ukrainisch. Das ist nicht das Thema der Sprache, der Unterdrückung der Sprache. Das ist das Thema der Unterdrückung der Menschen, die diese beide Sprachen sprechen oder eine Mischform, der sogenannte Surzhik oder Balatschka. Es gibt verschiedene zwischen dem russischen und dem ukrainischen Dialekte. Das ist nicht die Sprache. Das sind Menschen, die nicht bereit sind, sozusagen der Russischen Föderation zugehören. Und das ist eben die gemeinsame Sprache, die russische Soldaten und ukrainische Soldaten haben heute, die gegeneinander kämpfen. Das ist die russische Obszönität, die Matt. Das ist die gemeinsame Sprache. Und wenn wir diese gemeinsame Sprache hören, dann denken wir, diese Menschen sind nicht von diesem Planeten. Und da muss ich sagen, da muss ich sehr vehement dagegen mich aussprechen. Zu Europa zu gehören, ist kein großes Glück vielleicht für viele Menschen. Nationalsozialismus hier in Deutschland, das war ein europäisches Phänomen. Das war nicht, das kam nicht aus Asien. Das war hier, auf diesem Boden. Und die Tatsache, dass Putin heute Ukraine beschuldigt, dass dort Narzissten sind, das ist das größte, das gewaltigste Verbrechen gegen die Menschheit, gegen die Geschichte. Es gibt keinen Nazis in der Ukraine. Und aber diese Beschuldigung ist für viele Menschen Gerechtfertigung für die Gräueltaten, die diese Soldaten aus Ussurisk, aus Ferne Osten, aus Russland in Ukraine so begehen. Wir kämpfen doch gegen die Nazis, gegen Faschisten. So erklären sie ihre Gräueltaten. Und das ist auch eine Geschichte der eine Geschichte der Sprachwahrnehmung. So wie wir hier diese russische Sprache wahrnehmen, die klingt so ganz normal, aber in Wirklichkeit, was diese Menschen meinen, ist es gar nicht normal. Und das hat mit Asien oder mit Europa gar nichts zu tun. Es ist ich bin Agnostiker, aber das ist eine diabolische Welt. Das ist ein Teufel, die Verkörperung des Teufels in unserem Leben, die Hölle in unserem Leben, das sehen wir mit unseren Augen. Und das müssen wir mit den offenen Augen sehen. Ja, ich hoffe, ich kann auf diese vielleicht darf auf ich Ihre kurz Frage ergänzen. Als diejenige, die in der Lehramtsausbildung tätig ist, ich glaube, das Problem hier in Deutschland und in Russland noch mehr ist, dass eben die Kultur sehr normativ verstanden ist und dass die Kultur gerade in Russland eben diese erzieherische Funktion, erhabene Funktion haben soll, und das wird in die deutschen Lehrbücher für Russisch übernommen. Also wenn wir uns die Lehrbücher anschauen, da ist Moskau und Petersburg, das ist sehr zentralistischer Blick auf die russische Kultur, auf die hohe russische Kultur. In den neueren gibt es vielleicht ein paar marginale Sachen, wie die neuesten Bands oder so, aber ich denke, als Sie so danach gefragt haben, wichtig ist auch für die deutsche Didaktik zum Beispiel, also russische Didaktik in Deutschland, auch weg von diesem Zentralismus zu kommen. Es war lange Zeit so, seit der DDR-Zeit glaube ich auch, dass Russland auf Moskau reduziert wurde oder vielleicht auf Leningrad und Petersburg, aber alles andere wurde gar nicht behandelt. Und Russland ist auch viel mehr. Also wenn wir von dem holistischen Blick sprechen, musste man verschiedene Russländer sich anschauen. Also Kaukasus gehört auch zum Russland, aber wie viel russische Kultur ist im Nordkaukasus beispielsweise. Also das ist, glaube ich, ein Problem, was die Lehrbücher haben und vielleicht auch die Ausbildung lange Zeit hier in Deutschland hatte, dass man so stark auf diese hohe russische Kultur fokussiert hat und dabei eben die ganzen anderen Sachen
auch die russischsprachigen Länder wie die Ukraine oder Belarus aus dem Acht gelassen hat. Ich würde ganz kurz mal eine Frage aus dem Chat einbringen, die schon ganz zu Anfang bei den Vorträgen, glaube ich, noch kam. Peter Lanisch fragt, wie die Rolle von Personen wie Iwan Iljin im aktuellen Russland gewichtet werden muss. Also aus seiner Sicht habe der einen zentralen Einfluss auf Putin, gerade in der Ukraine-Frage gehabt. Wie ist das zu sehen, Iwan Iljin, vielleicht auch im Kontext der Arbeiten von Timothy Snyder? Die Rolle von Iwan Iljin. Iwan Iljin. Ja, Iwan Iljin war ein russischer Monarchist, der auch den Kommunismus eben als die Verkörperung des Bösen betrachtete und 1925 ein Buch veröffentlicht hat über den Widerstand gegen das Böse, über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse. Das heißt, es ist eine Paraphrasierung von Lev Tolstoi, also kein Widerstand bei Tolstoi, und er war eben für das gewaltsame, für den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse. Und das ist also eine Paradoxie, wenn man bedenkt, und er hat sogar zunächst den Nationalsozialismus als eine Möglichkeit angesehen, Russland vom Bolschewismus und vom Stalinismus zu befreien. Und das ist jetzt, man sieht, was für ein Eklektiker Putin ist. Einerseits wird die sowjetische Hymne wieder eingeführt, die in den 90er Jahren eben abgeschafft wurde. Stalin wird verklärt als ein großer Politiker, also eine gewisse Fehler hatte er, aber er hat Russland zu einer ungeahnten Größe geführt. Auf der einen Seite Iwan Iljin, einer der radikalsten Gegner des Bolschewismus und des Stalinismus. Und beide sind für ihn irgendwie in seinem Pantheon möglich. Und zwar vor allem deshalb, weil Iljin ein militanter Antidemokrat war und ein militanter Imperialist. Das heißt, das Imperium und das Antidemokratische verbindet ihn quasi bei Putin mit Stalin. Also eine eklektische Zusammenfügung von konträren, aber zugleich ähnlichen Orientierungen. Seinen Einfluss aktuell zu bewerten, das war, glaube ich, eher die Frage des Herrn aus dem Chat. Also ich will da mal jetzt auch von meiner Seite eine kurze Ergänzung geben, gerade zu diesem Phänomen. Das gehört ja, Iljin gehört ja auch zu dem Bücherpaket von 2014, was auch in dem Buch In Putins Kopf ein bisschen analysiert wird. Ich glaube, entscheidend ist eigentlich eine Konstruktion, die bei Putin im Hintergrund steht und die er schon 1999, also am Anfang im Grunde genommen, ganz offen verbreitet hat. Da hat er einen großen Aufsatz geschrieben, der auch in Deutschland dann in deutscher Übersetzung sehr gut zugänglich war, Russland an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Und dort gibt es eine klare Trennung von russischen Werten und damals nannte er sie noch allgemeinmenschliche Werte, das sind die westlichen Werte. Also damals waren es noch die allgemeinmenschlichen. Und da war schon vollkommen klar, dass die zwar auch in Ordnung sind, die allgemeinmenschlichen Werte, damals waren sie noch in Ordnung, aber dass es natürlich nur um die russischen Werte geht.
Und genau in dieser sozusagen dualistischen Konstruktion, die dann eben auch erlaubt, und da kommt dann Ilin ins Spiel, nämlich mit Gewalt das zu bekämpfen, was sozusagen auf der anderen Seite steht, ganz völlig egal, ob es etwas macht oder nicht, ob es angreift oder ob irgendetwas passiert. Allein die Tatsache, dass es sozusagen das andere ist, erlaubt mir, es gewaltsam zu zerstören. Dazu wird dann auch von Solovyov die Rechtfertigung des Guten genommen, wo es einen ähnlichen Gedanken gibt, also nicht das Pazifistische, sondern man muss das Gute auch mit Gewalt verteidigen dürfen. Nicht so ausgeprägt wie bei Ilin, aber auch schon da, wird in dieser Konstruktion, dass das andere auf jeden Fall mit Minuszeichen zu belegen ist, in jedem Fall ist Gewalt dann legitimiert. Einfach, weil es das andere ist. Und ich glaube, da passt dann, da kann man dann alles benutzen, was in irgendeiner Weise solche Gegensätze auch aufbaut. Und eigentlich braucht Putin natürlich einen Ilin gar nicht. Das ist nur eine Absicherung wiederum in der russischen Kulturgeschichte. Ja. Vielleicht nur zu Solovyov kurz. Also, ist schon ja, es ist ähnlich wie bei Puschkin. Beides ist drin, also bei Puschkin das Imperiale und das Freiheitliche. Und bei Solovyov, also einerseits zitiert Putin Оправдание добра, also die Rechtfertigung des Guten, auf der anderen Seite Solovyov schreibt eine äußerst scharfe Kritik an Nikolai Danilewski, die Verkörperung eben dieses russischen Nationalgefühls. Also Solovyov hat diese Verklärung des nationalen, antieuropäischen, die Danilewski in seinem Buch Russia Europa, Russland Europa dargestellt hat, sehr scharf kritisiert. Also es ist beides. Danke. Ja, eine Frage an Herrn Gusenow nochmal. Und zwar, es wurde so oft über ukrainische Sprache geredet und ich wollte da einfach eine Nachfrage, woher Sie Ihre Zahlen haben, dass 70-80% in der Ukraine Russisch sprechen. Oder habe ich das falsch verstanden? Und das andere wäre, was ich dann denke, dass wenn jetzt über Kultur gesprochen wurde, Bezug der russischen Kultur zur ukrainischen, wo eben die Sprache auch eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass man da vorsichtiger formulieren müsste. Sie haben vollkommen richtig gesagt, dass eben Deutschland zum Beispiel in Bezug auf die russische Propaganda etwas naiv, blauäugig war, dass viele Begriffe übernommen wurden mit den prorussischen Separatisten. Das stimmt vollkommen, da bin ich bei Ihnen. Aber wenn jetzt Aussagen gemacht würden über Ukraine als quasi russischsprachiges Land, was hier auch vorher kurz gefallen ist, so eine Bemerkung, oder wenn Sie sagen, dass 70-80% der Ukrainer Russisch sprechen, ja, da würde ich gerne nachfragen, woher diese Zahlen sind, weil ich kenne da andere Zahlen. Und natürlich die aktuelle Entwicklung in der Ukraine zeigt ja eher, dass das Land sich selbst ukrainisiert seit ungefähr 10 Jahren und gerade auch im Bereich der Kultur, dass es Autoren, die früher Russisch geschrieben haben, zum Beispiel jetzt Ukrainisch schreiben und so weiter. Also das ist jetzt mehr eine Nachfrage, um das zu klären, damit nicht irgendwie missverständliche Formulierungen im Raum stehen bleiben. Ja, ich danke Ihnen für diese Nachfrage. Das ist tatsächlich sehr wichtig zu sagen, zu betonen, dass wenn ich meine, dass 70% der Ukrainer Russisch sprechen, meistens, dann nehme ich diese Zahlen aus vielen Diskussionen und Besprechungen mit meinen Kolleginnen. Der Punkt ist aber, dass in Ukraine, muss man richtiger jetzt sagen, sind mehrheitlich Menschen zweisprachig. Das heißt, sie können beide Sprachen, sie können Russisch und Ukrainisch. Und in der letzten Zeit gibt es immer mehr Menschen, die Ukrainisch bevorzugen zu sprechen. Es gibt auch Zeichen der, sagen wir so, es gibt kein Verbot der russischen Sprache, aber trotzdem ein Zeichen der Erhöhung der Rolle der ukrainischen Sprache im offiziellen Bereich. Das ist überall die einzige Staatssprache. Aber
Interessant ist auch das andere. Zum Beispiel die ersten Flüchtlinge aus Donbass sind in die Westukraine gegangen. Lemberg, Lviv, Ternopil, Chmelnytskyi und so weiter. Und ich war in diesen Städten im Jahre 2016 und da habe ich gehört, wie Menschen sagten dort, Mensch, man hört jetzt fast ausschließlich Russisch überall, weil diese Menschen aus dem Osten Ukraines dorthin kamen und die haben meistens Russisch gesprochen. Und auch für mich, der mit einem klaren moskauischen Akzent spricht, war das überhaupt kein Problem. Kein einziges Mal hat jemand versucht, nur Ukrainisch mit mir zu sprechen, obwohl ich ein bisschen Ukrainisch kann. Das heißt, diese Frage der Sprache ist die Folge der russischen Politik. Sowohl Putin als auch sein Vorgänger, sozusagen sein Prophet Zhirinovsky, sie haben immer gesagt, dort, wo Russisch gesprochen wird, ist auch Russland. Ja? Also wenn man in einer Gegend, in einem Gebiet, auf einem Gebiet Russisch spricht, dann, das gehört zu Russland, sozusagen durch die Annexion durch die Sprache. Und Ukraine hat eben gezeigt, dass es nicht so ist. Widerstand in Donbass ist nicht Widerstand der ukrainisch sprechenden Menschen gegen russisch sprechende russische Soldaten. Das ist mein Punkt. Deswegen habe ich das gesagt. Nochmal vielen Dank für die Vorträge. Ich hätte noch ein paar Fragen an Herrn Lux. Und zwar, Sie haben ja auch erwähnt, dass in Russland laut den Umfragen 80% der Bevölkerung, also das Regime sozusagen unterstützt. Nun wäre meine Frage halt die, dass angesichts der Entwicklung in Russland, dass es halt sich eher zu einem autoritären Land entwickelt, wie ist es dann überhaupt verständlich bzw. repräsent diese Zahlen, weil je mehr auch unabhängige Nachrichtendienste oder Journalisten ihre Arbeit aufgeben müssen und das betrifft auch die Umfragezentren, wie repräsent sind dann diese Zahlen, wo man spricht, dass es 80% also der Bevölkerung das Regime unterstützt. Wie repräsentativ diese 80%? Ja, ich glaube, das ist repräsentativ. Denn also 2014, als Putin oder Russland die Krim annektiert hatte, dann begann in Russland ein Vorgang oder eine Entwicklung, die die Novaya Gazeta als patriotischer Tsunami bezeichnet hatte. Und es waren mehr als 80% der Russen, die damals die Annexion der Krim als eine legitime Aktion betrachtet haben. Und ich glaube, das sind die gleichen 80%. Das heißt also, es ist wirklich ein Problem, dass Russland diesen Paradigmenwechsel, den man im Westen unseres Kontinents nach 1945 erlebt hatte, nicht nachvollziehen konnte. Denn wir wissen, dieser Paradigmenwechsel in westlichen Europa, das war die Folge von unendlichen Diskursen, um von einer Tradition sich zu verabschieden, das heißt die Verklärung, die Verherrlichung des Nationalstaates, das geht nicht sofort. Also man braucht dafür viele Anläufe. Das Gleiche war mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Also es war zunächst der Auschwitz-Prozess, dann war der Historikerstreit, dann war die Goldhagen-Debatte, dann war die Wehrmachtsausstellung. Das heißt, diese Verabschiedung von einer
Verirrung, von einer geschichtlichen Verirrung. Das ist ein Prozess, der mehrere Anläufe bedarf und das kann nur im Diskurs passieren. Und in Russland war der Diskurs beschränkt auf die Zeit der späten Perestroika, etwa seit 1987 beginnt in Russland wirklich ein freier Diskurs. Also die Presse ist jetzt vollkommen frei. Sie diskutiert über alle Tabuthemen bis Ende der Ära Jelzin. Denn Jelzin, trotz Tschetschenienkrieg, war eben derjenige, der die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit nicht angetastet hat. Das heißt, also der Diskurs dauerte in Russland im Grunde bis zur Errichtung der gelenkten Demokratie Putins. Etwa 13, 14 Jahre. Das reicht nicht. Also für so eine fundamentale Veränderung der Mentalität und der geschichtlichen Verirrung braucht man eben eine viel längere Zeit und eine Zeit, in der man frei diskutiert. Und das ist eben meine Hoffnung, dass irgendwann, vielleicht in absehbarer Zeit, in Russland wieder die Möglichkeit bestehen wird oder sich eben ergeben wird, dass man in Russland ja, eben frei diskutieren wird. Darf ich auch kurz ergänzen? Weil ich glaube, 2014 habe ich auch gerne an die 80% geglaubt, aber heute bin ich mir auch nicht so sicher, vielleicht korrigieren Sie mich, ob das wirklich 80% sind. Ich hoffe, vielleicht bin ich sehr naiv, dass es nach dem Überfall auf die Ukraine doch vielleicht nicht wesentlich, aber dennoch weniger geworden ist. Und ich denke, wenn ein Teil der russischen Bevölkerung die Nachrichten aus der Ukraine nicht entzerren sehen würde, ich glaube, da würde die Zahl noch deutlich sinken. Also das Problem ist, glaube ich, tatsächlich an den medialen Bildern, die da so vermittelt werden. Und wie viel tatsächlich das ganze System unterstützen, finde ich, ist schwer zu sagen, weil tatsächlich unabhängige Meinungsumfragen nicht möglich sind. Aber ich weiß es nicht, wie schätzen Sie das denn? Ich glaube, 80% sind heute nicht mehr da. Aber vielleicht bin ich sehr naiv und möchte es so haben. Ja, mit den Zahlen ist es natürlich unmöglich zu sagen. Und ich muss sagen, nach der Lektüre von Memoiren und Tagebüchern von Walter Kempowski bis Viktor Klemperer, ja, also die ganze, wer hätte dann in Deutschland Menschen, welche Umfragen waren gültig damals in Bezug auf Nationalsozialismus, am Ende des Nationalsozialismus? Was wir in Russland heute erleben, ist eben eine nationalliberale, aber nicht im Sinne des Nationalstaates, sondern im Sinne des Nationalsozialismus. Das ist gleichzeitig, die Putins Leute sind gleichzeitig Nazis, aber mit einem Element der Unterstützung der liberalen Marktwirtschaft als Instrument der Korrumpierung der westlichen Welt. Das Problem ist, dass Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion die ersten Jahre hat eben das Gefühl gehabt, das waren die ersten Jahre zwischen der Sowjetunion und des nachsowjetischen Russlands, dass Russland jetzt ein neues, junges demokratisches Land ist, ein demokratischer Staat. Im Jahre 1993 hat das aufgehört. Da kam Zhirinowski mit seinen Parolen und er hat verbunden die imperiale Träume, die alte imperiale Chimären mit der Idee des Nationalstaates. Aber das geht nicht zusammen. Und genau das hat nationalsozialistisches Deutschland gezeigt in seiner Schicksal. Genau das haben die Alliierten sozusagen gestoppt. Und das ist der heutige russische Staat, nationalsozialistisch bzw. nationalliberal. Und angefangen hat das natürlich mit der Zerstörung Tschetscheniens. Im Zuge des Krieges zwischen 1949 und dann 2000, als Putin an die Macht kam,
sind 250.000 Tschetschenen gefallen. Das hat niemand als Genozid bezeichnet. Oder das haben Leute wie Sergei Adamowitsch Kowaljow und die anderen als Genozid bezeichnet. Aber wo sind sie jetzt, diese Menschen? Tschetschenienkrieg war der erste Schritt in Richtung Wiederherstellung der Sowjetunion, aber nicht auf der ideologischen Basis des Kommunismus oder Internationalismus wie in sowjetischen Zeiten, sondern als Imperium der russischen Welt, Russki Mir. Und das ist das, was wir heute erleben. Die Hoffnung ist, dass die heutige Russische Föderation auseinanderfällt in der absehbaren Perspektive und dass die Schwächung der Armee dazu führt, wenn natürlich nicht die Atomwaffen verwendet werden, was viele befürchten. Ich habe hier nur eine gewisse, also was die Aussage von Gassanan betrifft zum Nationalsozialismus, hier hätte ich eine Replik. Denn der Nationalsozialismus war ohne den Rassegedanken undenkbar. Hier war nicht der Nationalstaat im Zentrum, sondern das war die nordische germanische Rasse im Zentrum. Der Staat war nur ein Werkzeug, um die Reinheit der deutschen oder der nordischen Rasse herbeizuführen. Deshalb waren die sogenannten rassisch unvollkommenen Menschen, auch die Deutschen, zur Ausrottung eben bestimmt. Also das waren die Geisteskranken, die zu Zehntausenden umgebracht wurden, weil sie rassisch unvollkommen waren. Das heißt, also das ist eine vollkommen neue Konzeption, was Hitler schaffen wollte. Es war eine noch nie dagewesene Welt, die auf eine Hierarchie der Rassen basieren sollte. Und ein neuer Mensch, rassenvollwertiger Mensch. Das ist bei Putin nicht der Fall. Also das ist keine rassische Ideologie, die hier im Zentrum steht. Das würde ich sagen, und ich weiß nicht, ob hier um eine Verwirklichung irgendeiner nie dagewesenen Utopie geht. Bei Putin sieht man viele Anlehnungen eben an das zarische Russland, an Pobedonoszew und Nikolai I. und so weiter. Also das ist doch qualitativ eine andere Orientierung. Ich würde gerne jetzt meine Frage an Frau Schalay richten. Gleichzeitig würde ich gerne meine Zustimmung zum Ausdruck bringen. Auf keinen Fall sind das keine 80%, die den Krieg unterstützen. Man versucht auch in Russland, die Philosophen, Professoren unterschiedlicher Art, die versuchen das zu verdauen, das zu verstehen, was gerade passiert ist. Und viele wandern aus Russland, und zwar aus dem Grund, weil sie nicht einverstanden sind. Viele haben Angst, diesen Protest auszudrücken. Mittlerweile Instagram, Facebook, Twitter sind verboten, weil man dort das eben zum Ausdruck gebracht hat, den Protest. Also, meine Frage ist, die Popkultur, die Sie angesprochen haben, viele von Künstlern wandern jetzt aus und damit sind sie nicht verbunden. Das heißt, sie können neue Kultur schaffen, das heißt, sie können neue Lieder singen beziehungsweise Filme drehen, wo die diese Realität
ja, zu einem kritisieren, zu anderem zu überdenken versuchen. Was glauben Sie, gibt es eine Chance, dass es neue Kultur, neue russische Kultur im Exil entsteht, und ob sie einige Antworten bzw. Richtungen geben kann? Danke. Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht eine neue russische Kultur sein, aber die Fortsetzung der Kultur, die schon in Russland bestand, dieses anderes Russland, die andere Kultur, die ausgewandert ist, wenn die unterstützt wird, wenn sie überlebt, weil das besteht immer die Gefahr bei so einer Auswanderung, ob sie überleben, ob sie sich zusammenhalten können, dann sehe ich durchaus eine Chance. Also wie gesagt, das wird nicht ganz neu, etwas ganz Neues sein, weil es gab in Russland solche Bewegungen. Und sie soll es schaffen, eben auch außen fortzubestehen, sich zu konsolidieren und gleichzeitig aber auch die Wirkung in das Land zu haben. Das ist auch wichtig. Und in der Zeit, wo die Welt irgendwie über 5G und 6G nachdenkt, denkt Putin darüber nach, wie man das Internet abschaltet. Und ich glaube, das kann heute auch nicht mehr die Jugend in Russland mittragen. Also wenn das Internet abgeschaltet wird, jetzt haben westliche Kanäle abgeschaltet, aber wenn das Internet bestehen bleibt in Russland und wenn man über VPN-Verbindungen und wie auch immer da Kanäle hat, dazu zu kommen, dann gibt es eine Chance. Also ich glaube, die neuen Medien geben durchaus eine Chance, wenn man weiß, wie man an die richtige Information herankommt. Ja, das ist jetzt auch nochmal wieder ein kleiner optimistischer Ausblick. Wir haben in unserer Runde sehr pessimistische Prognosen, vor allen Dingen von Ghassan Hüseynov, eine doch recht optimistische und eine verhalten optimistische Position. So möchte ich es gerne mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass wir vielleicht im Blick auf die russische Kultur an verschiedenen Stellen aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft heraus und einfach aus einer Alltagswahrnehmung die Spannungen und die Dualismen in der russischen Kultur vielleicht nicht so stark wahrgenommen haben, wie sie nun tatsächlich sind oder wie sie zumindest jetzt in dieser Situation sich quasi offenbaren und zutage brechen, quasi wie so eine aufklaffende Wunde, von der man natürlich hoffen kann, nur dass sie irgendwann einmal heilt. Ich denke, die Situation ist extrem offen. Wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt alles ausgeht und wie es dann sozusagen weitergeht. Aber ein Stichpunkt ist, glaube ich, ganz entscheidend, den Herr Lux auch immer angesprochen hat, das ist der des Diskurses. Wenn es nicht gelingt, dass in irgendeiner Weise sich dann doch Diskurs fortsetzt und sei es im Exil. Die ganze Sowjetunion wurde getragen von einer sehr sowjetischen Exilkultur, könnte man sagen, oder eben von der Exilkultur. Wenn dieses nicht sich fortsetzt, dann kann man eigentlich wirklich eine sehr pessimistische Haltung einnehmen. Ich hoffe darauf, dass das nicht der Fall ist, dass mindestens im Exil der russische Diskurs weitergeht. Und damit, denke ich, können wir heute die kleine Runde beenden. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich danke denen, die ich nicht sehe im Livestream, fürs geduldige Dabeisein und vielleicht auch mitchatten. Weitere Veranstaltungen weiß Frau Grohmann. Wir haben grundsätzlich vor, diese Reihe fortzusetzen mit weiteren Gesprächspartnern. Und ich hoffe, dass wir dann auch in Zeiten kommen, vielleicht in diesen Gesprächen, die nicht ganz so schrecklich sind wie die jetzigen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kuse. Genau. Wenn Sie direkt mit Informationen zu den weiteren eben angesprochenen Veranstaltungen versorgt werden möchten, draußen auf dem Tisch liegt auch ein Newsletter, wo Sie sich eintragen können. Da informieren wir per E-Mail über unsere Veranstaltungen, immer wenn das neue Programm erscheint. Also wir halten die Informationen dosiert, aber dann haben Sie sie direkt im Postfach, wenn Sie mögen. Einen schönen Abend. Auf bald. Auf Wiedersehen. Ja.